Und wir kehren den Spin des Antiprotons um und Gamma wird darum zu Alpha, multipliziert mit einer Matrix von minus I, 0 und da haben wir es. Der endgültige Beweis, dass ich nach 21 Uhr einfach nicht mehr zu gebrauchen bin. Alles klar. Alles klar. Ich weiß, was hier los ist. Ein kleines Späßchen im Vorfeld von Halloween. Ein geisterhaftes Stöhnen. Das Rasseln von Ketten. Das schmeckernde Gelächter einer Hexe. Die drei klassischen Geisterhaus-Klischees. Doch statt I sage ich Schnarch. Von den Wänden tropft Blut. Was sehr nach dem Phenolphthalein-Indikator aussieht, der mit Natriumcarbonat versetzt wurde. Wir sehen uns in der Hölle, Sheldon. Das bestimmt Erschreckendste daran ist das fehlende Komma. Okay. Na gut. Das war ganz geschickt. Ein Skelett mit Phosphor bemalt auf einer Seilrutsche. Kommt schon raus, ihr komischen Witzbolde. Ihr verdient Applaus. Du hattest dein Gesicht sehen sollen. Ja. Es geht doch nichts über die leicht geweiteten Augen von jemandem, der ein wenig verdutzt ist. Hör mal, gib's zu, wir haben dich erschreckt. Bitte. Der Schreck beruht auf einem Moment der Überraschung. Es ist nun mal Tatsache, dass ich aufgrund meiner euch überlegenen Intelligenz eure Aktionen vorhersehen kann. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ihr Einfallspinsel fähig seid, mich zu überraschen. Er hat vermutlich recht. Er ist uns überlegen, denn er ist zu clever. Gentlemen. Er hatte auf Ohnmacht gewettet. Ich hatte Macht sich in die Hose. Wartet. Wir haben wohl alle gewonnen. Oh, aufgepasst, Sheldon. Dieser kleine junge Casper ist ein Geist. Ulkig. Nicht so ulkig wie ein erwachsener Mann, der ohnmächtig in einer Pfütze seines Urins liegt. Das war ziemlich ulkig. Mit einem Hauch von Ammoniak. Ja, genießt eure Späßchen, Gentlemen. Wenn ihr glaubt, ihr habt einen hasenfüßigen Gelehrten aufgezogen, dann habt ihr eins vergessen. Ich bin ein stolzer Sohn des Lone Star State Texas, durch und durch. Wir wissen, wie man Rechnungen begleicht. Und glaubt ihr mir nicht, dann fragt Mexiko. Heiße Schnalle auf 9 Uhr. Nicht alle auf einmal hinsehen. Was will die im Comicbuchladen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie sich verlaufen. Was auch immer. Seht zu und lernt. Hi. Hi. Klappe. Nimmst du diesen Next Man? Ja, das ist Heft 21 mit dem ersten Auftritt von Hellboy. Ich weiß. Ich suche schon seit Jahren danach. Tja, leider. Hey, wenn ich dich jetzt anbaggere, wärst du dann abgelenkt genug, dass ich es mir greifen könnte? Ja, aber dann setzt du deine Superkräfte für das Böse ein. Verdammt, das hat mir mein kryptonischer Vater verboten. Ich bin Alice. Leonard. Du bist echt süß, Leonard. Danke, du auch. Was soll's, es gehört dir. Nein, 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 nein. Ich hatte Böses vor. Wie wär's mit einem Tauschgeschäft? Ja, ja, wieso auch nicht? Okay, hier. Das ist meine Nummer. Ruf mich an. Entschuldige, meine Hand ist etwas schwitzig. Wie heißt das Wort? Alice.
Oh, ja, dein Name ist auch naheliegender als Penis. Also dann. Hast du soeben ein Mädchen in einem Comicbuchladen aufgerissen? In dem Fall kommt dein Foto da oben hin, an die Wand der Helden. Nein, es ist nicht so, dass ich sie aufgerissen habe. Ich habe auch schon eine Freundin. Das spielt keine Rolle. So nah war hier noch niemand dran. Du kommst an die Wand, mein Freund. Vergiss nicht, nach der Post zu sehen. Wie oft willst du mir das noch sagen? Was hast du denn? Gar nichts. Es ist nicht verdächtig, dass ich mich auf etwas fixiere. Das gehört zu meiner Persönlichkeit. Ja, stimmt. Hey, Leute. Noch mehr Halloween-Süßkram? Du hast doch erst gestern eine Tüte voll gekauft. Oh ja, ist schon alle. Das ist ziemlich blöd, wenn Halloween und PMS zusammenfallen. Lennart hat keine Zeit für ein Schwätzchen, er muss die Post holen. Jetzt halt dich da raus, ich hol sie in einer Minute. Wie war die Arbeit? Hol die Post raus! Entschuldige mich. Ein paar Wurfsendungen, nichts Wichtiges. Was ist mit ihm? Sekunde. Du magst zwar aus Texas sein, aber ich komme aus New Jersey. Und das hier hat Jim Lee vor 2 Jahren von mir auf der Comic-Con gezeichnet. Was hast du da an? Naja, das war auf der Comic-Con. Ich bin Lion-O aus Thundercats. Da wurdest du bestimmt oft flachgelegt, hä? Nein, aber Jessica Alba hat mein Fellbäuchlein gestreichelt. Willst du einen Comic, der von mir ist? Echt jetzt? Du hast einen selbst gemacht? Ja, er basiert auf meinem Leben. Cool. Oh, interessant. Du hast Sex mit einem Typen, der obenrum in einem Chewbacca-Kostüm steckt. Comic-Con? Sieht so aus, war's aber nicht. Du hast echt Talent dafür. Das ist wirklich gut. Hast du... Mm. Und kriege ich jetzt für meinen Comic deinen Hellboy? Du kriegst doch meinen Wagen. Oh je. 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 Desinfizieren. Desinfizieren, desinfizieren, desinfizieren. Guten Morgen, Sheldon. Ja, er ist gut, nicht wahr? Oh, meine Güte! Es ist doch immer wieder dasselbe. Da will man etwas zusammenheften und hat keine Heftklammern mehr. Herrje, hätte ich das vorhin gewusst, da war ich im Laden für Bürobedarf. Es sind noch Büroklammern da gleich vor dir. Oh, nein, nein! Es ist wichtig, dass diese Blätter dauerhaft zusammengehalten werden. Sag, du bewahrst doch Heftklammern in deiner oberen linken Schreibtischschublade auf. Kann sein, vielleicht. Sei so lieb und sieh nach. Na schön. Wen haben wir denn da? Es ist eine Schlange, eine furchterregende Schlange. Oh, hat uns ein böser Mann in die dunkle Schublade gelegt. Hör mal auf, so zu reden. Die Angst hat dich doch sprachlos gemacht. Gehen wir doch ins Biologielabor und suchen dir ein leckeres, feines Mäuschen. Ich wollte einen Inder mit einer Schlange erschrecken. Ach komm schon, Cooper, das kannst du besser. Es ist offen. Hey, hast du eine Minute? Ja, klar, komm rein. Danke. Macaroni mit Käse? Nein, Laktose, Blähungen. Ein Glas Wein? Nein, Sulfite, Migräne. Ich würde ja Süßigkeiten anbieten, aber die sind alle.
Was gibt's? Also, wir waren doch mal liiert, ja? Oh mein Gott, von daher kenne ich dich. Ich stecke da in so einer Situation und die betrifft sozusagen mein Liebesleben. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn wir darüber reden, aber wie du weißt, sind auf dem Gebiet all meine anderen Freunde einfach total beschränkt. Okay, was ist los? Es geht klar, wenn wir darüber reden. Ja? Und du bist dir sicher? Es ist in Ordnung. Denn wenn du mal mit mir reden willst über ein Problem mit einem Typen in deinem Leben, ich würde mit dir drüber reden. Okay, gut. Ich kenne so einen Kerl, der gleich mit Käse und Wein zwangsernährt wird, wenn er nicht auf den Punkt kommt. Verstehe. Folgendes. Ist es Betrug, wenn ein Kerl, der eine Freundin hat... Ja, vermutlich. Ich bitte dich. Entschuldigung. Ich habe eine Frau kennengelernt und sie ist toll und wir haben so vieles gemein. Wart ihr in der Kiste? Nein, wir haben nur ein bisschen geknutscht. Oh, sieh einer an, du böser Junge. Weiß sie von dir und Priya? Nein, ich wollte ihr sagen, aber es waren zu viele Zungen in meinem Mund. Das ist eklig. Die Sache ist die, ich bin keiner von diesen Typen, die heimlich mit mehr als einer Frau ins Bett gehen. Finde ich gut. Das Problem ist, ich möchte gern so einer sein. Dann schlaf mit der Neuen und belüg Priya. Du weißt, dass ich nicht so bin. Na dann, mach Schluss mit der Neuen. Nein, ich will da nichts überstürzen, denn sie ist wirklich scharf. Wenn du sie wirklich so sehr magst, dann beende das mit Priya. Priya und ich sind verliebt. Es ist durchaus möglich, dass wir mal heiraten. Lennart, du suchst nach einer Möglichkeit, mit beiden Frauen zu schlafen und dass alle glücklich dabei sind. Jetzt kommen wir der Sache näher. Was sagt dir dein Bauch? Frag Penny, sie weiß, was zu tun ist. Hallo, Howard. Ich weiß jetzt sehr wohl, dass du mich nur so aus Spaß erschreckt hast. Erlaube mir zu sagen, die Ausführung war sehr gut. Perfekt. Was machst du da? Wissenschaft, davon verstehst du nichts. Okay. Also, ich gehe dann. Ich dachte, du wolltest die Wohnung verlassen. Ja, habe ich auch gedacht, kann mich aber nicht entscheiden. Beunruhigt es dich, dass die Welt voll großer Hunde und brutaler Rüpel ist? Nein, ich habe eine moralische Krise. Oh, falls es dir eine Hilfe ist... Ich kenne die Schriften aller großen Moralphilosophen, inklusive Astrid Lindgren. Ach, was soll's. Ich wollte mich mit diesem Mädchen aus dem Comicbuchladen treffen, Alice. Aber ich weiß nicht, ob das okay ist, weil ich ja mit Priya gehe, aber die ist in Indien. Alles klar. Also das Thema, um das es geht, ist sexuelle Treue. Da wollen wir mal zuerst Astrid Lindgren streichen. Obwohl die Sache mit Ronja Räubertochter und Birk überraschenderweise anwendbar wäre. Mach weiter. Also, es heißt doch, dass man am Ende des Lebens die Dinge, die man nicht getan hat, mehr bereut als die, die man getan hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Alice die ist, mit der ich es tun will. Weißt du, der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche glaubte fest, dass Moral nur eine Fiktion ist, benutzt von einer Herde untergeordneter Menschen, um die wenigen überlegenen Menschen zurückzuhalten. Das ist tatsächlich hilfreich. Zu erwähnen ist, dass er in den Folgen der Syphilis starb. Scheiß drauf, ich gehe. Bringst du auf dem Rückweg Orangensaft mit? Hör mal, ich denke gerade über wichtige Dinge meines Lebens nach. Und ist eins dieser Dinge deine Vorliebe für Orangensaft? Nein. Gut, aber ohne Fruchtfleisch. Hey, Sheldon. Wer ist das? Ich bin Sheldon, Mrs. Wolowitz. Es ist nicht meine Mom, sondern Bernadette. Wirklich? Das ist sehr verwirrend. Hi, Sheldon. Hi. Ja, was gibt's? Es ist mir gerade eingefallen, dass ich dich noch nicht in aller Form zu eurer bevorstehenden Hochzeit beglückwünscht habe. Darum bin ich mit dem erstbesten Bus hierher geeilt, um dir dafür die Hand zu schütteln. Bitte schlag ein, du alter Schlawiner.
Aber wir sehen uns doch auf der Arbeit in etwa 12 Stunden. Hätte das nicht so lange warten können? Heiliger Bimbam, wieso hab ich nicht daran gedacht? Du bist mir überlegen, Howard Wolowitz. Bitte schlag ein, du alter Gauner. Was halt's? Oh mein Gott, Howie! Was hast du getan? Es war nur ein harmloser Halloween-Streich, siehst du hier? Howard ist herzkrank, das weißt du doch! Naja, ich dachte, das hätte er sich ausgedacht. Ist nicht Hypochondrie eine weit verbreitete Eigenschaft des jüdischen Volkes? Das ist Adrenalin. Wir müssen es ihm direkt ins Herz spritzen. Wie sagst du? Nein, du. Ich bin nicht stark genug, um seine Brust zu durchstechen. Und wir haben nur einen Versuch. Oh nein, ich kann das nicht. Beeil dich. Die Zeit läuft uns davon. Okay. Tu es schon. Oh Gott. 1, 2, 3. Süßes oder saures Bube, ne? Nein, ihr meint, das war alles nur eine List? Oh nein, wie kann ich nur so dumm? Verdammt, ich kann das nicht. Ist das mein Zungenpiercing? Wenn dich das hindert, steht dir noch eine echte Überraschung bevor. Nein, ich kann... Das nicht. Glaub mir, ich möchte es ja wirklich. Aber? Aber ich habe sozusagen eine Freundin. Ist das ein Witz? Es wäre doch okay für dich, wenn wir nur Freunde sind, oder? Das glaube ich nicht. Was davon? Ich bin ja so bescheuert. Ich dachte, du wärst ein guter Kerl, bist aber auch nur ein Arsch. Nein, das verstehst du falsch. Nein, ich hatte zwar vor, ein Arsch zu sein, aber ich habe mich davon abgehalten. Bleibe ein guter Kerl, darum verzichte ich ja auch auf den Sex mit dir. Aber ich versichere dir, das hat nichts mit deiner Attraktivität zu tun, sondern nur mit meiner Tugend. Das ist sozusagen meine Superkraft. Ich bin sowas wie Captain Guter Kerl. Alles ist gut. Ich habe das Richtige getan. Ich Vollidiot! Hey, Priya. Hey, Schatz, wie geht's dir? Nicht so gut, wir müssen reden. Oh, hört sich ernst an. Was gibt's? Okay, die Sache ist so, ich habe eine Frau kennengelernt und ich habe sie geküsst und ich fühle mich furchtbar. Aber es ist vorbei, es kommt nie wieder vor und es tut mir ganz schrecklich leid. Leonard, ganz ruhig, es ist okay. Findest du? Ja, sowas kommt vor, das passiert jeden Mal. Oh mein Gott, du bist fabelhaft. Ich verdiene dich nicht. Was meinst du mit jedem? Leonard, ich wusste nicht, ob ich es dir sagen soll, aber ich habe dich auch irgendwie betrogen. Irgendwie? Vor ein paar Wochen da habe ich mit meinem Ex-Freund geschlafen. Wir haben beide ein wenig Mist gebaut. Nein, ich habe ein wenig Mist gebaut. Du hast großen Mist gebaut. Das ist doch kein Wettkampf. Oh, doch, es ist einer und du hast gewonnen. Tut mir leid, ich muss Schluss machen. Es darf doch nicht wahr sein. Bazinga, Penner, jetzt sind wir quitt. Bernadette, wie läuft die Suche nach Brautjungferkleidern? Wenn man nichts dagegen hat, wie ein oranges Verkehrshütchen auszusehen, ganz gut. Freundinnen, ich habe die Antwort auf euer Kleiderproblem. Tatsächlich? Vor 12 Jahren verstarben meine Cousine Irene und ihre ganze Familie an einer Kohlenmonoxidvergiftung in der Nacht vor ihrer Hochzeit. Das ist ja furchtbar. Ja und nein. Sämtliche Brautjungferkleider sind noch ungetragen und stehen uns kostenlos zur Verfügung.
Damit hätte diese Wolke des geruchlosen, tödlichen Gases doch noch ihr Gutes. Seht selbst, sie sind noch verpackt. Die Kleider, nicht die Brautjungfern. Ich weiß ja nicht, die Klamotten von Toten? Ja, und obendrein Flügelärmel. Tja, ich hab gehofft, ihr würdet es nicht merken. Irene war ihr Leben lang hinter den günstigsten Schnäppchen her und das galt leider auch für den Heizlüfter. Meine Damen, bitte. Diese vier Wände waren einst Heimstätte eines intellektuellen Salons, in dem sowohl der ausgehungerte Geist seine Nahrung fand, als auch der Magen. Aber durch niemandes Verschulden, Penny, hat die Qualität der Tischgespräche in dieser Wohnung stark nachgelassen. Und ich wiederhole, ich sehe niemanden im Besonderen an, Penny. Na schön. Und worüber willst du sprechen, Sheldon? Oh, und worüber willst du sprechen, Sheldon? Was hast du gegen uns? Ich habe einige Themen vorbereitet, die sowohl bei Fortgeschrittenen als auch bei Anfängern Anklang finden dürften. Also diesmal hast du mich angesehen. Wer nicht? Deine Haut ist wie Alabaster. Hast du überhaupt irgendwelche Poren? Thema 1. Teilchen, die schneller als das Licht sind bei CERN. Paradigmenwechsel aufgrund der Entdeckung oder nur ein weiterer Schweizer Export so voller Löcher wie deren Käse. Diskutiert nun. Wer kommt mit mir rüber und sieht sich Brautzeitschriften an? Ich! Niemand ist daran schuld, Sheldon, dass wir gehen. Wartet auf moi! Du gehst auch? Sheldon, manchmal bist du vergesslich. Ich bin eine Frau. Und dazu gehört das von Östrogen gesteuerte Bedürfnis, in Hochglanzmagazinen zu blättern und danach meinen Körper zu hassen. Neues Thema. Frauen. Ein entzückendes Mysterium oder aber völlig durchgeknallt. Letzteres. Was sprichst gegen Flügelärmel? Mit der richtigen Figur sind sie bezaubernd. Hey Amy, was führt dich in unsere Gefilde? Eure neurologische Abteilung leitet mir eine Prionenkultur für meine Forschung an der bovinen spongiformen Enzephalopathie. Demnach musste sie sich bei uns eine Tasse Rinderwahnsinn ausborgen. Nicht leicht, was Komisches an einer degenerativen Hirnerkrankung zu finden, aber du schaffst es. Ist in der Kantine auch sehr witzig. Richtig witzig wird es, wenn man die Ratte aussucht, die damit gefüttert werden soll, und man entscheidet sich für das Mistvieh, das einen neulich gebissen hat. Bitte, wir essen. Könnten wir das vielleicht vom Tisch nehmen und das Thema wechseln? Das können wir. Haltet euch bereit. Ich mache aus dieser Konversation eine Konversensation. Diesmal bist du schuld. Ich habe 100 alphabetisch geordnete Themen von Artischocke, ach kommt, Freunde, das ist nur eine Riesendistel, bis die Onomatopoesie des Schlafes. Amy, wie lange würde es eigentlich dauern, bis der Rinderwahnsinn mich umbringt? Naja, so 4-5 Jahre? Nein, das dauert zu lange. Oh je. Bernadette simst mir dauernd Fotos von Penny in verschiedenen Brautjungferkleidern. Sind Sie jetzt beim Einkaufen? Ja. Nur die beiden? Sieht so aus. Das ist cool. Ist cool. Wieso fragen die ausgerechnet mich danach? Welcher Kerl weiß denn schon, was ein trägerloses Oberteil mit Herzdekolleté ist? Lennart ist auf der Zielgeraden. Mach schon, Pettin, du schaffst das. Mist, los, Oberschenkelmuskel, du stehst das durch. Ja, erster Platz. Ich wäre ein guter Jockey geworden, wenn ich nicht so groß wäre. Und Angst vor Pferden hätte. Sheldon, du bist dran. Was? Du bist dran. Du wolltest doch öfter in die frische Luft. Entschuldige, ich bin gerade doch ein wenig in Sorge. Ich kriege irgendwie keinen Kontakt zu Amy. Ich versuche es mit E-Mail, Videochat, ich habe ihr getwittert, in ihre Facebook-Pinnwand gepostet, dazu gesimst, aber nichts. Hast du auch schon versucht, sie anzurufen? Oh, das Telefon. Ehrlich, Lennart, auf deine doch sehr simple Art bist du wohl der Klügste von uns allen. Mailbox. Kurios, wirklich sehr kurios. Wir können zu ihr fahren und nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Okay.
In den Nachrichten wurde gemeldet, dass man einen Rotluchs in ihrer Wohngegend gesichtet hat. Ich denke nicht, dass Amy von einem Rotluchs gefressen wurde. Wer denkt, Amy wurde von einem Rotluchs gefressen? Du doch. Leonard, ich habe nur eine interessante Lokalnachricht erwähnt. Dank dir fürchte ich jetzt, dass Amy von einem Rotluchs gefressen wurde. Vergiss das mit dem Rotluchs. Wie denn? Du redest doch dauernd davon. Sie klingt weinerlich, das mag ich überhaupt nicht. Gehen wir. Halt! Sie ist deine Freundin. Hier geblieben. Amy. Bis dann. Wo gehst du denn hin? Ich bin Single. Ich erspare mir den Mist. Sheldon, was willst du denn hier? Du hast nicht auf meine elektronischen Kommunikationsversuche reagiert. Ich wollte mit mir allein sein. Willst du gern darüber reden? Und bitte bedenke ruhig, dass Nein eine ebenfalls mögliche Antwort ist. Sheldon, im Moment zerbricht die Welt um mich herum. Verfahrensfrage. Da du gerade leidest, wäre es meine Aufgabe, dir zuerst ein heißes Getränk anzubieten. Aber ich bin zu Gast in deiner Wohnung, daher wäre es deine Aufgabe, zunächst mir ein Getränk anzubieten. Wie wollen wir beide hinsichtlich der Getränke verfahren? Das spielt keine Rolle, nichts ist mir wichtig. Falls du dich gern von dem ablenken willst, was dir Kummer bereitet, es geht das Gerücht, dass man einen Rotluchs im Umfeld deiner Wohnung gesichtet. Penny und Bernadette sind Brautjungferkleider kaufen gegangen und das ohne mich. Und darum bist du jetzt traurig? Ja. Ich hab's gewusst. Sprich ruhig weiter, ich glaube, ich bin ganz gut darin. Ich hatte nur gedacht, sie wären gern mit mir zusammen, aber ich fürchte, da habe ich mir was vorgemacht. Als sie zuletzt hier gewesen sind, hast du da vielleicht vergessen, ihnen Erfrischungen anzubieten? Weil ihnen das vielleicht aufgestoßen sein könnte. Sheldon, ich möchte dir eine Frage stellen und dass du unvoreingenommen bleibst. Jederzeit. In diesem Moment sehne ich mich nach menschlicher Nähe und körperlichem Kontakt. Oh Mann. Dir ist doch klar, dass unsere Beziehung verstandesmäßiger Art ist. Mal ein Vorschlag. Eine Nacht voller heißer körperlicher Liebe, die meine Seele tröstet und meine Lenden entflammt. Gegenvorschlag meinerseits. Ich streichle dir sanft über dein Haar und wiederhole dabei, oh, was hat die gute Amy? Wie wäre es damit? Heftige Zungenküsse? 7 Minuten im Himmel gipfelt in leichtem Fummeln. Nackenmassage? Und dann werde ich von dir ein Getränk bekommen. Wir kuscheln. Letztes Angebot. Von mir aus. Oh Mann. Leichtes Fummeln wäre etwas tiefer. Ich überlege mir, eine skurrile Marotte zuzulegen, wie einen Zylinder oder ein Monokel oder so einen Zwirbelbart. Für all die Mädchen vielleicht, die auf ein indisches Monopoly-Männchen stehen. Hier ist es nicht sicher. Nichts bleibt vertraulich. Ihr zwei, sorgt dafür, dass ihr eure Frauen auf die Reihe kriegt. Was? Weil ich gestern dazu gezwungen wurde, den Abend mit Harfen, Musik und Knuddeln mit einer emotionalen Amy zu verbringen. Zu der Zeit, die ich eigentlich vorgesehen hatte, für die Lösung der Raumzeitgeometrie in höherer Spinschwerkraft und dem Bau meines Lego-Todessterns.
Und wieso? Weil eure Freundinnen Penny und Bernadette irgendeinen blöden Hochzeitskram gekauft haben, aber ohne Amy. Eine unüberlegte Aktion, ohne jede Rücksicht auf die Folgen für mich, die Zukunft der Stringtheorie und mein Lego-Freizeitspaß. Und was sollen wir jetzt dagegen machen? Offensichtlich hast du gerade meinen Kernsatz überhört. Bringt eure Frauen auf die Reihe. Sie sollen das in Ordnung bringen und sich bei Amy entschuldigen. Ich bin Wissenschaftler und nicht irgendjemandes Kuscheltier. Wieso soll ausgerechnet ich mit Penny reden? Sie ist nicht meine Freundin. Du hast sie vor 4 Jahren zum Essen eingeladen und bist seitdem für sie zuständig. Also mach es so! Moschuhhühnchen für Penny. Danke. Wo ist Sheldon? Er war gestern lange auf, deswegen habe ich ihn früher gefüttert und ins Bett gebracht. Das ist lieb von dir. Ja, aber dafür ist er morgen bei Tagesanbruch wach und will spielen. Was wir euch sagen wollten, er war deshalb so lange auf, weil er in großer Sorge um Amy war. Sie ist ziemlich geknickt. Wieso? Sie fühlt sich gekränkt, weil ihr beide ohne sie zur Kleideranprobe wart. Ich wusste, dass das kommen würde. Okay, also das ist ihr erstes Mal als Brautjungfer und sie steigert sich dazu sehr hinein. Ständig erzählt sie uns Geschichten über Brautjungfer-Traditionen in anderen Kulturen. Und bei fast allen sind sie nackt und waschen sich gegenseitig. Ja, und sie versucht herauszufinden, ob unsere Zyklen parallel verlaufen. Dann können wir uns die 3 Menstruitiere nennen. Wir hielten es daher für einfacher, wenn wir uns die Kleider einmal ohne sie ansehen. Jetzt fühle ich mich furchtbar. Ja, ich mich auch. Wir reden mit ihr. Moment, wie hat sie es erfahren? Raj hat's verraten. Und er sagt, er würde es wieder tun. Okay, es tut mir leid. Du hast mir das Foto gesimst und ich habe nicht nachgedacht. Oh, Howie. Hey, normalerweise bin ich gut darin, nichts auszuplappern. Du erzählst mir haufenweise Zeug über die anderen und ich behalte es für mich. Was erzählst du ihm? Ach, das ist nur Bettgeflüster. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Hast du auch von uns erzählt, als wir zusammen waren? Nein, deine kleinen Geheimnisse sind sicher. Absolut sicher. Ich erkläre es dir nachher. Komm schon, Tumor. Zeig dich, Tumor. Mama will ein aggressives, kleines Glioblastom. Ja, ein Gehirntumor. Vermutlich hast du anders reagiert, als du davon erfahren hast. Hi. Hallo. Was wollt ihr denn hier? Wir wollten uns bei dir entschuldigen, weil wir gestern ohne dich unterwegs waren. Das ist nicht notwendig. Es ist so, wie es in der Sesamstraße heißt. Eines dieser Dinge ist nicht wie das andere. Eines dieser Dinge wird allein sterben. Ach bitte, Amy, wir machen das wieder gut. Wir machen einen Mädelsabend. Wir machen alles, was du willst. Wir gehen auch in das koreanische Bad und veranstalten diese Tradition mit dir, das gegenseitige Waschen. Mit Luftschwämmen, nicht mit Händen. Es ist schon gut. Ich bin froh, dass das passiert ist. Ich mache mir nicht mehr vor, dass eine wunderschöne Frau und ihre im richtigen Licht süße Freundin sich mit mir abgeben wollen. Amy, es tut uns wirklich schrecklich leid. Wir fühlen uns furchtbar. Nicht. Ich komme schon klar. Ihr seid nicht die Ersten, die ich für meine Freundinnen hielt und die mich doch hängen ließen. So war es in der Grundschule, Junior High, High School, College auf der Uni und in dem Semester Norwegen, wo sich alles wiederholt hat. Ach, komm schon, Amy. Ihr versteht es nicht. Seht euch dieses Gehirn an. Das will ich eigentlich nicht. Das sind wir. Bernadette, du bist die analytische, wissenschaftliche linke Gehirnhälfte. Penny, du bist die kreative, spontane rechte Gehirnhälfte. Und wo ist Amy? Die sitzt genau hier. Der traurige kleine Tumor, mit dem niemand Kleider kaufen gehen will. Amy, du bist kein Tumor. Penny, sag ihr, dass sie kein Tumor ist. Hast du gewusst, dass Alexander Graham Bell, als er das Telefon erfunden hat, vorgeschlagen hat, man solle sich mit Ahoi melden? Ahoi! Das finde ich gut. Amy, bist du das? Hast du etwa getrunken? Ich kann meinen süßen Was darauf verwetten? Ja, in Ordnung. Wir sind unterwegs. Was ist denn los?
Offenbar befindet sich Amy betrunken auf dem Parkplatz eines Schnapsladens. Tatsächlich? Amy? Leonard, sei froh, dass du keine Frau halten kannst. Die sind eine Plage. Oh, da sind ja Sheldon und Klein Leonard. Hallo, Klein Leonard. Hi, Amy. Hey, Knuddel. Knuddel? Ja, Knuddel. Wir haben geknuddelt. Wird erwachsen, Leonard. Amy, was machst du eigentlich hier? Naja, ich habe eine Flasche Wein besorgt, denn Penny sagt, das macht man, wenn man traurig ist. Ja, warum bist du damit nicht wieder zurück in deine Wohnung? Warst du nicht auf der Highschool, Leonard? Auf Parkplätzen hängen die coolen Kids ab. Nur, dass das blöde Rattenpack mich nicht dabei haben wollte. Am besten bringen wir dich nach Hause. Oh, halt. Sheldon? Was wäre nötig, damit du in diesen Fuselladen gehst, eine Pulle Schnaps kaufst, dann mit mir auf die andere Straßenseite in das Motel gehst und mich dir zu Willen machst? Ja, Sheldon, was wäre dazu nötig? Ich flehe euch beide an, bitte lasst uns gehen. Gut, na komm. Hoch mit dir! Hui, endlich traut sich jemand das leichte Fummeln. Ich weiß, wie du dich fühlst. Es bohrt sich auch mir gerade ein Messer durch den Stirnlappen. Hi. Was willst du noch? Verlangst du von mir dein Freundschaftsband zurück? Ich hab dir nie ein Freundschaftsband geschenkt. Ich hab eins gebastelt, als wir uns kennenlernten und so getan, als wäre es von dir. Du kannst es wiederhaben. Nein, du hast es für dich gemacht und ich will, dass du es behältst. Wir wissen, dass du sauer bist und du hast auch recht damit. Aber wenn du einverstanden bist, hätten wir gerne eine zweite Chance bei dir. Es tut uns ganz schrecklich leid und wir haben uns etwas überlegt, um dir zu zeigen, was du uns bedeutest. Es würde mich sehr glücklich machen, wenn du auf meiner Hochzeit meine Trauzeugin sein würdest. Was? Ist das wieder nur so ein gemeiner Scherz? So wie in Norwegen, als meine Freundin mich mit einem ralligen Otter in der Sauna einsperrten? Nein, ich möchte, dass du meine Trauzeugin wirst. Ach du meine Güte. Noch nie hat man mich gebeten, Trauzeugin zu sein. Nein, das ist nicht wahr. Einmal, aber da sind alle gestorben. Dann heißt das ja? Ja. Ja. Oh mein Gott, ich hab doch so viel zu tun. Die Brautparty, die Junggesellinnenabschiedsparty. Was treiben wir auf der Abschiedsparty? Oh, ich weiß was. Wir gehen in eine indianische Spitzhütte, nehmen Peyote zu uns, wälzen uns im Schlamm und malen Fruchtbarkeitssymbole auf Bernadettes nackten Körper. Also abgemacht. Ja, schön, gut. Las Vegas wäre auch lustig. Ich fang gleich an zu weinen. Es sind aber vielleicht nur die Hormone. Oh, wartet, vielleicht läuft unsere Menses jetzt gleichzeitig ab. Bernadette? Nein? Penny? Leider nein. Wirklich? Okay, ja. Yeah! Trauzeugin Amy Farrah Fowlers Unglaubliches hinter den Kulissen der Hochzeitvideo Take 1. Wir suchen doch nur Kleider aus. Muss das Ding da mitlaufen? Verzeihung, bist du die Trauzeugin? Ich bin die Braut. Na also, und Action! Na, was sagt ihr? Oh, das ist traumhaft. Ja. Bist du etwa eine Nonne? Los, beste Freundin, lass mal mehr Haut sehen. Oh, Amy, du siehst sexy aus. Da drin ist dein Spiegel. Ich weiß, wie ich aussehe. Oh, Bernadette, du siehst wunderschön aus. Das stimmt. Danke sehr. Nicht so wunderschön wie Penny, aber wunderschön. Komm raus, beste Line, zeig dich. Nur noch eine Minute. Warum dauert das so lange? Oh, Amy, los, verschwinde hier. Oh, entschuldige, tut mir leid. Oh Gott. Amy! Entschuldige. Oh, hey.
Hattest du die Mittagsschicht? Ja, ich habe hier 4 Kilo Lachs, die heute noch weg müssen. Weißt du, wie man den zubereitet? Leider nein. Mist, ich hätte das komisch riechende Hühnchen mitnehmen sollen. Und was haben du und Professor Pingelig heute Abend noch vor? Star Wars auf Blu-ray gucken. Habt ihr den nicht ungefähr 1000 Mal gesehen? Nicht auf Blu-ray. Auf Blu-ray erst 2 Mal. Oh, Leonard. Ich weiß, es ist Tristesse in HD. Also, ich wollte mich heute Abend selbst ins Kino einladen. Kommst du mit? Wirklich? Geht das denn? Wie ist das gemeint? Seit wir auseinander sind, haben wir keine Zeit mehr allein miteinander verbracht. Ach, das ist kein Date. Wir hängen nur miteinander ab und haben am Ende des Abends keinen Sex. So verlaufen die meisten meiner Dates. Um Himmels Willen, geh weg von mir, du Monster! Was hat denn das zu bedeuten? Er ist verrückt und intelligent genug und hat vielleicht echt ein Monster erschaffen. Husch! Husch! Geh wieder weg! Was zur Hölle ist denn hier los? Vor dem Fenster sitzt ein Vogel und er fliegt nicht wieder weg. Das ist die Hölle, die hier los ist, Leonard. Du findest weder Würmer noch Samen hier. Husch! Husch! Wirklich? Zu allem anderen hast du auch noch Angst vor Vögeln? Die Angst heißt Ornithophobie. Eines Tages wird sie als echte Behinderung anerkannt und der Vermieter wird gesetzlich verpflichtet, ein riesiges Netz über das Haus zu werfen. Was leider ungünstig ist, weil ich Angst vor Netzen habe. Also, Kino, ja oder nein? Auf jeden Fall ja. Mhm. Gut, dann bis nachher. Und glaub mir, er hat viel größere Angst vor dir als du vor ihm. Das hilft mir nicht. Nein, ich habe auch den Vogel gemeint. Geh weg, Vogel. Geh weg, Vogel. Geh weg, Vogel. Sheldon, ignorier ihn einfach. Gute Idee, denn Vögel wollen ja nur beachtet werden. Oh, schon viel besser. Sehr gut. Jetzt kann ich mein Leben weiterführen. Mach eine Kanne Tee, das wird eine lange Nacht. Vogel noch da? Schnell, wie hört sich ein Habicht an? Ich weiß nicht. Squee, squee. Bitte, das ist eine Seeschwalbe. Wenn du nicht helfen willst, lass es bleiben. Entschuldige, findest du, dass das zu schick ist? Das kommt darauf an, was du dir vorgenommen hast. Für eine Prostata-Untersuchung aber ja. Für einen Auftritt in Las Vegas fehlen Pailletten. Ich möchte mit Penny heute Abend ins Kino und sie soll nicht denken, dass ich denke, es sei ein Date. Denkst du denn, es ist ein Date? Nein, aber sie könnte denken, ich denke, es sei ein Date, obwohl ich es nicht denke. Oder aber du denkst, es sei ein Date, obwohl sie es nicht denkt. Ist das zu kompliziert gedacht? Aber nein. Du hast recht, ich bleib so, alles klar. Wirklich? Ein Blazer? Na schön. Ja, hallo? Ja, hier ist Dr. Sheldon Cooper. Ich wohne in der Northwest Robles Avenue 2311. Ja, ich möchte ein gefährliches Wildtier melden. Ein Blauhär. Verzeihung, ich bin doch bei der Tiersammelstelle. Ich verstehe das Gelächter nicht. Nein, der Vogel ist nicht in meiner Wohnung. Wenn er in meiner Wohnung wäre, hätte ich die Notrufnummer gewählt. Sir, ich zweifle nicht daran, dass auch Sie vor etwas Angst haben. Davor, dass Sie im öffentlichen Dienst versauern, in einem langweiligen Job. Oder davor, dass Ihre Frau fremdgeht, weil Sie im öffentlichen Dienst versauern, in einem langweiligen Job. Oder vor Spinnen. Ich habe schon längst versucht, Katzengeräusche zu machen. Zulässig? Für eine Audienz bei der Queen? Ja. Für einen Abend am Lagerfeuer und eine Autobahnbrücke mit billigem Fusel ist es okay. Wo habe ich nur meine Gedankenschnurrhaare? Oh, wenn wir uns beeilen, schaffen wir es in den neuen Jennifer Aniston-Film. Oh, ja klar. Ja, es läuft aber auch ein fantastischer Dokumentarfilm über den Bau eines Staudamms in Südamerika. Okay, aber Jennifer Aniston ist in dem Jennifer Aniston-Film und sie baut keinen Damm. Ja, dagegen komme ich nicht an. Ich hole die Karten. Okay.
eine Sache nur. Weißt du was? Es wird Zeit, dass ich mal den Film aussuche, den wir uns ansehen. Wieso? Du hast schon viele Filme ausgesucht. Nein, du hast sie ausgesucht und es war immer dieselbe Art von Film. Anderthalb Stunden im Strandhaus im Regen, dann besinnt sich die Frau und erkennt, dass die Liebe längst an ihrer Seite war. Ich bitte dich, das ist ein toller Film und er fängt in 10 Minuten an. Aber ich hasse diese Filme. Das ist nicht wahr. Doch, allerdings. Der einzige Grund, wieso ich mitgegangen bin, ist, weil du sie sehen wolltest und weil ich Sex wollte. Noch heute kann ich kein Sandra Bullock-Filmplakat sehen, ohne gleichzeitig Langeweile und Erregung zu empfinden. Okay, wie oft hast du so getan, als ob dir etwas Spaß macht, nur um Sex mit mir zu haben, als wir noch zusammen waren? Naja, jedes Mal. Ist nicht dein Ernst. Oh, kommt dir das bekannt vor? Ich würde wirklich liebend gern mit dir Sommerschuhe kaufen gehen. Ach, wandern, das wäre ja klasse. Es ist 2 Uhr nachts, na klar fahre ich mit nach Koreatown, um Karaoke mit deinen Freunden zu singen. Wer will das nicht? Also, wir waren zusammen. Wir hätten so oder so Sex gehabt. Wirklich? Du hättest mit mir geschlafen nach einem anderthalbstündigen Film über einen Staudamm? Nein, das macht keine Frau. Siehst du? Und jetzt das Gute an der Sache. Wir gehen als Freunde aus. Das ist kein Date. Sex ist kein Thema mehr. Also, lass uns doch heute mal ansehen, wieso Strom aus Wasserkraft für die Umwelt vielleicht doch nicht so gut ist, wie alle denken. Entschuldige, Spoiler-Alarm. Na schön, gut. Danke. Ach, die Karten kosten 11 Mäuse. Ist kein Date? Komm her, Sheldon, Star Wars! Ich drück auf Play, ich mache ernst. Ja, wenn wir nicht gleich anfangen, ändert George Lucas wieder etwas. Es würde schneller gehen, wenn du deinen Berufsschulabschluss sinnvoll nutzen würdest und mir hilfst, diesen Hochtonfrequenzgenerator einzustellen. Ich habe einen Masterabschluss vom MIT. Und du hast diese Das-kriegen-wir-hin-Einstellung und darauf kommt es an. Ich verstehe dein Problem mit Vögeln nicht. Die Frage, die du dir eigentlich stellen müsstest, wäre, was ist deren Problem mit mir? Meine erste Begegnung war ein Kolibri, der im Sturzflug auf meinen Kinderwagen losging, um an den Apfelsaft in meinem Fläschchen zu kommen. Kolibris sind hübsch. Kolibris sind die Vampire in der Blumenwelt. Dennoch meine erste Wahl für ein Tattoo. Oder ein Delfin, ich überlege noch. Als ich 7 war, hat ein blutdürstiges Hühnchen mich auf einen Baum gejagt. Als ich 12 war, hat eine diebische Elster versucht, meine Zahnspange zu stehlen aus meinem Mund. Als ich 16 war, hat ein Papagei in einem Zooladen mich Fettarsch genannt. Soll ich noch weiterreden? Ja, bitte, das ist besser als der Film. So, Sheldon, dein Vogel-Todesstrahl ist fertig. Das ist kein Todesstrahl, sondern nur eine kleine Ultraschalldruckwelle, die ihn verscheuchen soll. Ja, glaub mir, wenn ich einen Todesstrahl hätte, würde ich nicht mehr hier wohnen. Ich wäre in meinem Schlupfwinkel und würde in dem Geld baden, dass die Menschen mir dafür zahlen würden, dass ich meinen Todesstrahl nicht einsetze. Alles klar, und in 3, 2, 1. Das ist ein echt zäher Vogel. Oh, gib's zu, dir hat der Film gefallen. Du hattest Tränen in den Augen, als das Dorf überflutet und alle umgesiedelt wurden. Nein, ich hab mich gefragt, warum sie weg dürfen und ich nicht. Ich werde mir Pommes holen. Willst du auch irgendwas? Nein, nichts. Bist du dir sicher? Du sagst immer, du willst nichts und isst dann die Hälfte meiner Pommes. Ich esse nur die kleinen Knusprigen, die du nicht magst. Doch, ich mag sie sehr. Ich heb sie bis zum Schluss auf, aber dann sind sie weg, weil du sie gegessen hast. Und warum durftest du sie essen? Weil du Sex wolltest. So ist es. Aber das hier ist kein Date. Deswegen frage ich dich erneut, möchtest du irgendwas? Okay, ich nehme dann auch welche. Gut, das macht $5. Der Abend heute macht richtig Spaß. Ich bin echt froh, dass du das vorgeschlagen hast. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Was schreiben Sie da? Ein Drehbuch. Über einen Typen, dessen Mitbewohner beim Sex ist und ihm gesagt hat, geh in eine Bar und schreib ein Drehbuch. Ich hoffe, Alex holt sich Filzläuse der Film. Ist ein Arbeitstitel. Oh. Ich bin Kevin. Oh, Penny. Ist mir eine Freude. Ich entlasse dich wieder zu deinem Date. Oh, nein, nein, das ist kein Date, nein. Stimmt's? Ja, richtig. Und? Hast du was geschrieben, was ich kenne? Kommt drauf an. Wie viel Zeit verbringst du auf Twitter?
lächerlich. Ich bin ein erwachsener Mann aus Texas. Das ist kein furchterregender Vogel wie ein Schwan oder eine Gans. Es ist nur ein Blauhär. Ein ziemlich großer Blauhär. Eins, zwei, drei. Weg! Husch! Aber was? Weg mit dir! Weg! Vogel in der Wohnung! Vogel in der Wohnung! Nein! Ehrlich, das ist ein fantastischer Dokumentarfilm. Sie erzeugen Elektrizität mit dem Staudamm, aber gleichzeitig versuchen sie, die Umwelt zu erhalten. Die verscheißert mich doch. Sag, könnte ich kurz mal mit dir reden? Oh, ja klar, nur eine Sekunde. Kein Problem. Was gibt's? Ich weiß, was du da machst. Was mache ich denn? Du redest nur so eifrig mit dem Kerl, weil ich dir gesagt habe, dass wir kein Date haben. Nein, ich rede mit ihm, weil er süß ist. Ach, so süß ist der auch nicht. Doch, das ist er mit seinem doofen T-Shirt und seiner kleinen Hipsterbrille. Ich trage auch doofe T-Shirts und eine Nerdbrille. Ja, aber wenn man groß ist und tolle Wangenknochen hat, meint man das ironisch. Ja, und wenn ich jetzt auch mit einem Mädchen reden würde? Nur zu. Ich meine das ernst, ich mach das. Gut, dann geh, es sitzen ein paar gleich da drüben. Worauf wartest du? Sie sind in der Gruppe, ich hab Angst. Sheldon, was genau erwartest du von uns? Ihr seid Biologen? Biologen studieren Lebewesen, das ist ein Lebewesen, legt los. Ich bin auf Mikroorganismen spezialisiert und Amy studiert Gehirne. Keine von uns hat im Nebenfach Vogelverscheuchen. Ich bitte euch, ihr hattet doch sicher in eurem minderwertigen Studium ein Seminar über Schädlinge. Komm wieder rein, Sheldon, er wird dir nichts tun. Ich glaube, er ist zahm und gehört sicher jemandem. Was? Nein, Bernadette, spiel nicht die Heldin. Oh, ist der süß. Ja, er ist wirklich süß. Und jetzt, ganz langsam und vorsichtig, spülst du in die Toilette runter. Sheldon, die einzige Möglichkeit, deine Angst zu überwinden, ist, sich auf das Tier einzulassen. So wie mit dem Briefträger. Die Zahl der jährlich von Vögeln getöteten Menschen ist annähernd im zweistelligen Bereich. Ich will kein Teil dieser Statistik werden. Er ist ganz niedlich. Komm her und sag Hallo. Komm näher, du schaffst das schon. Hab keine Angst. Hm? Jetzt streichel den Vogel, du Riesenbaby! Ich konnte es tun. Ich hab's tatsächlich getan. Und jetzt spül ihn runter. Und Leonard, was machst du so in deiner Freizeit? Ich, lass mal sehen, wandern, Karaoke in Koreatown, alle Jennifer Aniston-Filme. Ach, entschuldige fürs Warten lassen. Nein, schon okay, du kannst ruhig wieder gehen. Nein, wir wollten Spaß haben, also los. Alles ist gut, geh wieder zu Kevin. Nein, er ist schon gegangen. Interessant. Jetzt, da er weg ist, erinnerst du dich wieder an mich. Das ist bestimmt Penny. Yep. Alles klar, jetzt verstehe ich. Bitte was, verstehst du? Ist nicht wichtig. Da stehen ein paar Jungs. Geh ruhig zu denen rüber. Nein, ich will wissen, was du ihr gesagt hast. Das ist eine Sache zwischen mir und... Laura. Laura. Oh, okay, ich verstehe. Also, während er dir was erzählt hat, hat er da auch erwähnt, dass er nicht nur eine, sondern gleich zwei Star Trek-Uniformen hat? Wirklich? Ja, er zieht sie an und nicht nur zu Halloween. Hey, Kumpel. Hab ich vielleicht Kevin erzählt, dass du gedacht hast, es heißt Kalter Krieg, weil er im Winter stattgefunden hat? Okay, dann revanchiere ich mich dafür und verrate nicht dieser... Laura. Laura, dass die Hälfte der Schmuddelfilme, die du hast, Trickfilme sind.
Als du Kevin von deiner Karriere als Schauspielerin erzählt hast, ist da die Rede auf deine Dauerrolle als Serviererin in der lokalen Produktion der Cheesecake Factory gekommen? Kennt sie schon deinen Spider-Man-Asthma-Inhalator? Na dann, buchstabier mal Asthma. A, S. Fahren wir heim. Ich möchte aber noch ein bisschen hier sein und... Du hast recht, es wird Zeit. Es ist bemerkenswert. So lange habe ich in Angst gelebt. Wovor? Erst war ich fabelhaft. Oh, hey je, ich stelle gerade fest, ich habe dir gar keine Erfrischung angeboten. Oh, genau wie meine Großmutter mit ihrem Papagei. Und nachdem sie Demenz bekam, mit ihrer Fernbedienung. Mein Handy liegt auf dem Schreibtisch da vorn. Sei bitte so gut und mach ein Foto von uns. Bitte so gut, dass es auf einen Becher, ein Mauspad und einen Kalender kann. Wenn du eine Taube wärst, würde ich dich Turteltäubchen nennen. Ach, was rede ich denn da? Das ist nicht der Moment für sture Wortklauberei. Du bist mein kleines Turteltäubchen, habe ich recht? Offensichtlich kriegt hier nur jemand mit hohlen Knochen Zuwendung. Es kann dennoch sein, dass er jemandem gehört. Am besten machen wir ein Plakat. Ja, und darauf kommt ein großes Foto von ihm und die Worte, ist das Ihr Vogel? Jetzt nicht mehr. Wir werden so viel Freude miteinander haben. Du kannst all meinen Feinden Botschaften überbringen. Und ich kann dir eine Schnur ans Bein binden und dich wie ein Drachen fliegen lassen. Wenn du ihn behalten willst, kann ich dir einen Käfig borgen. Ein Versuchsaffe ist auf einer Bananenschale ausgerutscht und hat sich das Genick gebrochen. Es war sowohl tragisch als auch sehr witzig. Unsinn. Ach, Turteltäubchen schläft nicht im Käfig. Nein, Turteltäubchen schläft in seinem eigenen Nest, das ich jetzt vom Fenstersims reinhole und in mein Zimmer stelle. Das willst du doch auch, Tete. Nein! Wo willst du denn hin? Komm zurück, Turteltäubchen! Hier ist von heute an dein Zuhause. Ich habe schon 20 Kilo Vogelfutter bei Amazon geordert. Er ist fort. Tut mir leid, Sheldon. Wieso tut er mir das an? Komm sofort her, du dummer Vogel, damit ich dich lieb haben kann! Haben Sie diesen Vogel gesehen? Okay, also, wir waren aus, haben einen Film gesehen, ein paar nette Leute kennengelernt und haben in der Öffentlichkeit abscheuliche Dinge übereinander gesagt. Alles in allem war es ein gelungener Abend. Gut, ich bin nicht ganz unschuldig daran, aber du hast mich quasi als blöd bezeichnet, du asthmatischer Blindgänger. Ich weiß, ich bin zu weit gegangen und es tut mir leid. Nein, nicht, hey, warte, das meine ich ernst. Und ich sag das nicht so wie früher, als ich mich für alles entschuldigt habe, damit ich mit dir ins Bett kann. Das ist ein 100%iges, der Sex ist kein Thema mehr. Es tut mir leid. Ach, schon gut, danke. Mir tut's auch leid. Nur um klar zu sehen, der Sex ist kein Thema mehr, oder? So gar keins. Vielleicht können wir noch nicht nur Freunde sein. Ich weiß ja nicht. Ich muss sagen, es hat mir irgendwie gefallen, dass ein entschlossener Leonard Rückgrat gezeigt hat. Der den Film aussucht, der weiß, was er will, der sogar frech ist. Wirklich? Ja. Dann mache ich Sex gleich mal wieder zum Thema. Was hältst du davon? Oh, vielleicht stehe ich ja drauf. Ist das so? Denn wenn du das willst, kann ich so sein. Ich schwöre, ich kann alles sein, was du willst. Gute Nacht, Leonard. Ich bin echt ein asthmatischer Blindgänger. Ich hatte einen merkwürdigen Abend.
Meiner war großartig. Ich werde bald Mami. Irgendwie komisch, dass die Leute weiterhin in Comicbuchläden gehen, anstatt sich die Comics einfach digital runterzuladen. Das ist vermutlich zu ihrem Besten. Bei vielen dieser Jungs ist der wöchentliche Abstecher hierher die einzige Chance für ihre Mutter, mal in ihrer Höhle die Bettwäsche zu wechseln. Da fällt mir ein, ich krieg heute frische Bettwäsche. Yay! Und? Wie gefällt dir der Abend des neuen Comicbuchs? Magisch, was? Sheldon, ich bin enttäuscht. Dir als hochbegabter Mensch steht ein Laster zu. Ich könnte verstehen, wenn du eine Opiumhöhle aufsuchst oder zum Spaß Jagd auf Menschen machst. Aber das? Lahm hoch drei. Ah, Comicbücher bedienen sich beim Erzählen der sequentiellen Kunst. Ein Medium, das auf die Höhlenmalerei von Lascaux vor 17.000 Jahren zurückgeht. Und B, du spielst Harfe. Als wäre das cool. Suchst du vielleicht etwas Bestimmtes? Ein Comicbuch, das seine Frau zeigt, deren Busen nicht als Rettungsboje dienen könnte. Entschuldige, die meisten Jungs, die hereinkommen, stehen auf Monstermöpse. Ein paar von denen haben selber welche. Tja. Der neue Warlords of Ka'a Expansion Pack ist raus. Ein neuer? Ich bin fassungslos. Andauernd bringen die noch mehr kitschige Monster raus, packen sie auf Zusatzkarten und verkaufen sie für 25 Mäuse das Stück. Das ist wie eine Zusatzsteuer für Jungs, die keinen Sex kriegen. Und das wird immer schlechter. Denk bloß an den satanimalischen Pack mit den Höllefanten. Echt absurd. War es ein böser Elefant, der in die Hölle gekommen ist? Was kann ein Elefant ausfressen, damit er für ewig verdammt wird? Der wilde Westen und die Hexen? Welcher lächerliche Loser interessiert sich denn schon für einen Showdown zwischen Billy the Kid und dem weißen Zauberer des Nordens? Der totale Loser. Klar, dass der Revolvermann den Alten mit Zauberstab wegpustet. Halt nicht so schnell. Was ist, wenn der Zauberer den Cowboy-Hut von Billy the Kid mit dem Desorientierungszauber belegt? Ich bitte dich. Das ist Billy the Kid, um den es dabei geht. Der Zauberer hätte bereits eine Kugel zwischen den Augen, bevor er überhaupt sagen könnte, was macht Billy the Kid in der mystischen Welt von K.A. Leonard, was hat es mit Sheldon und Amy auf sich? Sind sie ein Paar? Ein paar Verrückte, wieso? Hast du Interesse an Amy? Ach, naja, sie hat mich mit diesem Blick des Hasses und der Verachtung angesehen, der einem die Seele aussaugt und die Eier schrumpfen lässt. Ich mag das bei Frauen. Kannst du bei Sheldon nachfragen, ob ich sie einladen dürfte? Klar kann ich das. Stuart, klär mal eine Sache für uns. Wer würde gewinnen, Billy the Kid oder der weiße Zauberer? Wenn ich das verrate, dann beraube ich euch der aufregenden Stunden der Freude, die ihr für den märchenhaften Hammerpreis von 24,95 haben könnt. Ich nehme eins. Pack zwei ein. Ich hasse euch und mich selbst auch. Drei. Ich tipp's ein. Echt leichtes Spiel mit diesen Nerds. Kann ich mit dir etwas bereden? Es ist ein wenig peinlich. Ich weiß, worum es dabei geht. Du befindest dich in einem beruflichen Stillstand und fragst dich, ob dies der passende Zeitpunkt ist, die Forschung aufzugeben und dich der Lehre zuzuwenden. Ja. Und ich mache dir einen Vorschlag, denke darüber nach, das Fachgebiet zu wechseln. Geh in die Geisteswissenschaft, zum Beispiel Geschichte. Ja, einer der Vorteile, wenn du Geschichte unterrichtest, ist, dass dort keine Kreativität erforderlich ist, du weißt schon. Du musst dich einfach nur an Dinge erinnern, die schon passiert sind, und dann plapperst du sie nach. Das könnte dir Spaß machen. Ja, darum geht es nicht. Stuart zeigt irgendwie Interesse an Amy. Natürlich zeigt er das, sie ist ja auch sehr interessant. Hast du gewusst, dass sie mit 14 eigenhändig die Schwimmhäute zwischen ihren Zehen durchtrennt hat? Nein, er wollte von mir, dass ich rausfinde, ob du ein Problem damit hast, wenn er mit dir ausgeht. Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Schließlich besitze ich Amy nicht. Man kann einen Menschen nicht besitzen. Zumindest nicht seit...
1863. Da befreite Präsident Lincoln die Sklaven. Hör mal, Leonard, wenn du Geschichte unterrichten willst, sind das Tatsachen, die du wissen musst. Vergiss es. Ich sag ihm, es ist okay, wenn er sie einlädt. Die Frage ist rein akademisch. Es ist ausgeschlossen, dass Stuart, ein verarmter Händler von Bilderbüchern, irgendwie reizvoll für Amy Farrah Fowler wäre. Ja, einer anerkannten Neurobiologin, die fähig ist, eine Operation an den eigenen Füßen durchzuführen, nur mit Hilfe von Distickstoffmonoxid aus Schlagsahnedosen als Betäubung. So gut, ich wiederhole es fürs Protokoll, dass ich nachgefragt habe, was du von einer Verabredung hältst. Ja, schön, es ist im Protokoll vermerkt. Und nun wollen wir das eigentliche Problem angehen. Was stellen wir mit einem gescheiterten Experimentalphysiker an? Ich bin nicht gescheitert, Mann. Oh, Leonard. Viele Menschen lieben dich und möchten dir helfen, aber das können sie erst, wenn du dir dein Problem bewusst machst. Oh, tja, Ladies, die Flasche haben wir gekillt. Ich hatte ein halbes Glas. Und ich hatte gar nichts. Okay, verurteilt mich nicht. Und was wollen wir jetzt tun? Einen Film ansehen, tanzen gehen, hinlegen für ein Weilchen? Oder wir spielen eine Runde Reise Twister. Im Ernst jetzt? Twister? Entschuldige, ich habe viele vergnügliche Stunden mit diesem Spiel verbracht. Und es macht sicher noch größeren Spaß, wenn man es zu mehreren spielt. Wir spielen Team Trikot gegen oben ohne. Ich bin Trikot, Erster. Ich bin zu klein für Twister und auch für Achterbahn. Und die Füße baumeln beim Sitzen in der Luft. Vielen Dank fürs Rauchen während der Schwangerschaft, Mom. Hey, weißt du, meine Mom hat während der Schwangerschaft Gras geraucht und es hat mir nicht geschadet. Hey, es ist ja noch Pfirsichschnaps da, Gott sei Dank. Leute, es ist was passiert. Was denn? Ich glaube, ein Typ mag mich. Hi, hier ist Stuart, wir kennen uns aus dem Comicbuchladen. Hättest du vielleicht mal Lust auf einen Kaffee mit mir? Es ist okay, wenn du Nein sagst. Das wäre für mich der Tritt in den Hintern, den ich brauche, um Antidepressiva zu nehmen. Amy, du kleines Luder, du hast es echt drauf hinter deinen Schichten aus Wolle und Polyester. Was hast du jetzt vor? Weiß ja nicht, dass du einen Freund hast. Ach, sie hat doch keinen Freund, sie hat einen Sheldon. Und, gefällt dir Stuart? Ich weiß es nicht. Er ist nett, er ist witzig, er hat fahle, abgespannte Gesichtszüge, die auf eine Schilddrüsenfehlfunktion hinweisen. Das finde ich schon scharf. Okay, gut, Süße, wir alle lieben Sheldon, aber ihr kennt euch jetzt ein Jahr und wenn dich das nicht weiterführt, schadet es nicht, dich etwas umzusehen. Ja, und verlobt seid ihr auch noch nicht, so wie ich und Howie. Ja, und auch Leute, die verlobt sind, dürfen sich umsehen. Es gibt eine Menge Alternativen. Wo ist Stuart? Nicht da. Wer bist du? Ich bin Dale. Ich soll ihn heute vertreten. Wirklich? Ja, ich verstehe auch nicht, wieso. Ich wollte was zurückgeben, dieses Wilder Westen und Hexen-KA Extension Pack. Ich kann das mit Rückgaben nicht. Das ist schwer. Klar, ja. Wann ist Stuart wieder da? Keine Ahnung, er ist auf dem Kaffee weg. Mit einer Frau. Da lag ich wohl falsch. Geht's dir gut? Ob es mir gut geht? Leonard, ich befinde mich auf einem Weg, der mich zu Nobelpreisen führt und zu Städten, die nach mir benannt werden. Alle vier Weisheitszähne passen bequem in meinen Mund und müssen nicht gezogen werden. Und meine Verdauung kommt so pünktlich wie ein Zug in Deutschland. Ob es mir gut geht. Mir geht's auch gut. Wild Bill Hexcock. Der Stamm der Abra-Comanchen. Flammender Spucknapf. Um das festzuhalten, ich bin sehr enttäuscht von euch Kuhtreibern. Wir spielen die Eröffnungsrunde von der Wilde Westen und die Hexen und ich bin der Einzige, der entsprechend gekleidet ist. Plusch.
Wir setzen uns keine Cowboy-Hüte auf, Sheldon. Das sieht lächerlich aus. Dann nehme ich an, meine Stiefel und Sporen sehen ebenfalls lächerlich aus. Ja. Unglaublich sogar. Und habe ich auch lächerlich ausgesehen beim Kauf des satanimalischen Packs und ich verkleidet war als Belzebublux? Ja. Unglaublich sogar. Schon gut, lasst uns spielen. Jungs, seid nett zu ihm. Amy ist heute mit Stuart aus. Warte mal, soll das bedeuten, dass Sheldons patentierte Mischung aus Arroganz und Asexualität nicht ausreicht, um eine Frau zu halten? Schnatter, 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 sind wir Frauen bei einem Damenkränzchen? Oder sind wir Männer in einer magischen Grenzstadt bei einem ernsthaften Fantasy-Kartenspiel? Entschuldige, unheimliches Tippi. Annie Ogerlein. Hokus Pokus Pocahontas. Und darf ich mal darauf hinweisen, dass ihr drei es seid, die geradezu besessen sind von Stuart und Amy, nicht ich? Ich finde, ihr solltet euch selbst mal fragen, wer hier in Wirklichkeit lächerlich aussieht. Eindeutig du. Leute, seht euch das an. Das limitierte Deluxe der Wilde Westen und die Hexen Expansion Pack in der signierten und nummerierten Sammlerbox. Oh nein, wir haben uns gerade erst die normale Ausgabe gekauft. Oh, mit Sheriffstern. Der auch ein Zauberstab ist. Mit Hologramm, sehr schön. Hast du das gesehen? Ich bin in der Matrix, Leonard. Ich sehe alles. Das ist ja nicht zu glauben. Du hast Stuart als Freund auf Facebook geaddet? Ich dachte, du kannst Facebook nicht mehr ausstehen. Aber nicht doch. Ich bin ein Fan von allem, was den unmittelbaren menschlichen Kontakt ersetzt. Ach bitte, du siehst nur Facebook an, weil du wissen willst, wie ihr Date war. Ach ja? Denkst du, es ist von Interesse für mich, dass er sich einen Kürbislatte mit einer Wahnsinns-Lady geteilt hat? Du redest echt nur Scheiß. Und dir steht es frei zu glauben, was immer du willst. Und gelöscht ist der Freund Rajesh Kutrapali. Du hast mich als Freund tatsächlich gelöscht? Oh ja, dann entgehen dir doch seine aufregenden Updates wie: Wie hab ich nur so lange warten können, mein eigenes Duftpotpourri herzustellen? Sheldon, gib doch einfach zu, dass du etwas für Amy empfindest und nicht willst, dass sie sich mit anderen Männern trifft. Und gelöscht ist der Freund Leonard Hofstetter. Hey, ich hätte eine coole Idee. Mach es wie früher und fordere Stuart zu einem Duell heraus. Nichts macht die Mädels mehr an als zwei spindeldürre, bleiche Jungs, die versuchen, mit geschlossenen Augen aufeinander einzuschlagen. Und gelöscht ist der Freund Howard Wolowitz. Das waren dann wir alle. Darf ich an den Laptop? Wieso? Ich muss diese blöde Sammlerbox kaufen. Wen lieben wir? Penny? Wen lieben wir? Penny? Wen lieben wir? Penny? Hallo, Sheldon. Komm rein. Danke. Was gibt's? Ich wollte dich fragen, ob du Interesse an einem Date mit mir hast. Entschuldige, an was? Einem Date. Du und ich. Essen, tanzen. Oder hast du Lust, dir einen Boxkampf anzusehen? Ach, Junge, willst du Amy eifersüchtig machen? Nein, wieso sind alle so besessen von Amy und Stuart? Und ob sie vielleicht noch einen Kürbislatte trinken oder heute Verkehr haben. Okay, hör mir mal zu. Mit solchen Spielchen gelingt es dir nicht, Amy zurückzuholen. Sie zurückzuholen ist nicht mein Anliegen. Aber mal aus Neugier, wie würde das gehen? Schätzchen, ich erzähl dir mal was. Es gab mal einen Typen, dem ich nie gesagt habe, wie sehr ich ihn mag. Eines Tages hat er was mit einer anderen angefangen und ich habe es immer bereut. Du verstehst, worauf ich hinaus will? Ich glaube, ich verstehe. Mhm. Ich bin der Typ. Du bist nicht der Typ. Bist du dir sicher? Das würde so vieles erklären. Deine ständige Anwesenheit in meiner Wohnung, dein unbegreifliches Geplänkel mit Leonard, nur um mir nahe zu sein, die Tatsache, dass du immer Schätzchen zu mir sagst. Ich sag zu allen Schätzchen. Du Flittchen. Sheldon, ich kann dazu nur sagen, sei mal ein Mann und rede mit Amy. Sei mal ein Mann? War ich je was anderes? Oh, Schätzchen, du bist sowas von...
davon, dass du in der Beziehung mit einem anderen ein Stück weitergekommen bist, war es ganz nett. Ja, danke, dass du mich bis vor meine Tür gebracht hast. Keine Ursache. Amy? 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 Könnt ihr das mal beschleunigen? Gute Nacht, Stuart. Gute Nacht. Das war ein dezenter Hinweis, Stuart. Die Dame sagte gute Nacht. Wie bist du in meine Wohnung gekommen? Wow, ist das die Art Nörgelei, die ich von meiner Freundin zu erwarten habe? Gut, dass ich das aufgesetzt habe. Was ist das? Ich habe hier für dich unsere Beziehungsrahmenvereinbarung. Dieser verbindliche Vertrag benennt, bekräftigt und kodifiziert auf seinen 31 Seiten sowohl Pflichten als auch Rechte von Sheldon Lee Cooper, hier und im Folgenden als der Freund bezeichnet, und Amy Farrah Fowler, hier und im Folgenden die Freundin genannt. Ach, wie romantisch. Das ist der gegenseitige Haftungsausschluss immer. Lies ihn dir in aller Ruhe durch, während ich meinen Notarstempel bereitlege. Artikel 5. Händchen halten. Händchen halten ist nur erlaubt unter den folgenden Umständen. A. Eine der Vertragsparteien läuft Gefahr, von einer Klippe oder Ähnlichem abzustürzen. B. Eine der Parteien verdient einen herzlichen Handschlag nach dem Gewinn des Nobelpreises. C. Zum moralischen Beistand während einer Impfung. Ist das nicht zu restriktiv? Du kannst gerne einen Anwalt hinzuziehen. Penny, ich hab gesagt, die rechte Hand auf Rot. Ja, hab ich verstanden. Ich hab Rot. Bernadette. Linker Fuß auf Gelb. Wir spielen Limbo danach, denn niemand besiegt mich im Limbo. Penny, Amy, Bernadette. Das ist mein Freund. Es ist offen. Ich habe hier einen Splitter drin. Und was habe ich damit zu schaffen? Beziehungsrahmenvereinbarung Artikel 4, Wiewehchen und Auers. Du musst dich darum kümmern. Hätte ich doch einen Anwalt geholt. Jetzt sind nur noch wir zwei im Spiel. Penny? Penny, der Wein ist alle. Ich glaube, du musst fahren. Hat Sheldon schon wieder das WLAN-Passwort geändert? Ja, in Penny ist schon unser Essen, da kann sie für WLAN selber zahlen. Ohne Leerzeichen. Wenn du mich nicht davon abhalten kannst, hier zu essen, wie kommst du dann darauf, mich vom WLAN fernhalten zu können? Weil ich glaube, dass du zu tiefgreifenden Veränderungen fähig bist. Aufgrund meiner Bemühungen sagst du ja auch nicht mehr Valentinstag. Willst du mal was Komisches hören? Klar. Im Jahr 2000 wurde Papst Johannes Paul II. Zum Ehrenmitglied der Harlem Globetrotters ernannt. Was soll denn jetzt dieser Blödsinn? Du hast Penny gefragt, ob sie was Komisches hören will. Ja, weil ich ihr etwas Komisches sagen wollte. Oh, ich hielt es für ein Spiel. Und was ist es? Da wäre dieser Kerl, Jimmy Speckerman. Auf der Highschool hat er es immer auf mich abgesehen. Jetzt schickt er mir eine Nachricht über Facebook. Er ist in der Stadt und will was mit mir trinken. Ja, okay. Penny, wenn das ein Spiel wäre, hättest du jetzt die Wahl. Eine E-Mail von einem alten Bekannten oder das Oberhaupt einer der größten religiösen Institutionen der Welt, das beim Basketball einen Slam-Dunk versenkt, wähle. Entscheid dich einfach, sonst lässt er nicht locker. Der Basketball-Papst. Und wir haben einen Sieger. Und, was willst du mit dem Mobber machen? Ihn treffen? Ich weiß nicht. War das der, der dir in deine Fruchtbowle gepinkelt hat?
Nein, das war ein anderer. War das der, der die Unterhose so hochgezogen hat, dass der eine Hoden so hochgerutscht ist, dass du die ganzen Weihnachtsferien darauf gehofft hast, dass er sich wieder absenkt? Nein, das war auch wieder ein anderer. War das der, der versucht hat, mit deiner Stirn Nüsse zu knacken? Nein. Oh, 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 war das der, der dich gezwungen hat, dir die Härchen vom Arm abzubeißen? Nein, aber das war übrigens seine Schwester. Und was meinst du, was er von dir will? Keine Ahnung. Naja, die Feiertage stehen vor der Tür. Vielleicht hat er ja vor, den anderen Hoden auch noch nach oben zu treiben. Ich hab grad gesagt, dass das ein anderer war. Schade aber auch. Das würde die Spannung bis Silvester hochhalten. Es ist 2 Uhr nachts, wieso bist du noch auf? Nobelpreis-Verleihungszeremonie, Livestream direkt aus Stockholm. Verstehe, du willst wissen, was die Wissenschaftler dieses Jahr tragen. Sieh dir diese Männer an. Sie haben es geschafft, den höchsten Wissenschaftspreis zu erringen. Und das mit noch weniger Verständnis der Quantenmechanik für die Expansion des Weltalls, als Gott einer Gans gegeben hat. Sieh mal genau hin, eines Tages stehst du da oben. Danke. Und, was hält dich wach? Hattest du verdorbene Muscheln? Ich hatte keine Muscheln. Ich beobachte dich nicht 24 Stunden lang, ich weiß nicht, was du isst. Es ist diese Jimmy Speckerman-Sache. Ich weiß nicht, ob ich mich mit ihm treffen soll oder nicht. Natürlich mag das daran liegen, dass er mich beim letzten Mal gezwungen hat, meine Schnürsenkel als Zahnseide zu verwenden. Zieh doch Slipper an. Sieh dir Dr. Saul Perlmutter da oben an. Er umklammert ja seinen Nobelpreis. Was ist mit dir, Saul? Hast du Angst, jemand stiehlt ihn dir, so wie du Einsteins kosmologische Konstante gestohlen hast? Weißt du was? Ich habe es satt, in Angst vor diesem Kerl zu leben. Ich glaube, ich gehe zu ihm und sage endlich, was ich schon in der Highschool hätte sagen sollen. Leg dich mit einem in deiner Größe an. Oh, du hattest keinen Sex mit meiner Mutter. Und ja, ich weiß, warum ich mich selbst schlage. Oh, Perlmutter schüttelt jetzt dem König die Hand. Ja, achte auf deine Uhr, Gustav, sonst klaut er sie dir noch. Das ist ja ein süßes Kleid. Warum habe ich das an dir noch nie gesehen? Wenn ich es trage, ist es ein Shirt. Ja. Und, was macht Howard heute Abend? Die Jungs begleiten Lennart zur Unterstützung gegen den Mobber. Oh, Wahnsinn. Der Highschool-Quarterback gegen 4 Bleistifthalter. Wenn Lennart wieder da ist, würde ich gern seine Serotoninwerte testen. Denkst du, er würde mich im Blut abnehmen lassen? Er ist nicht gerade wild auf Nadeln, aber wenn du mit ihm joggen gehst, läuft's ihm einfach aus der Nase raus. Ich könnte mich nicht mit dem Mädchen treffen, das immer gemein zu mir war. Tammy Butnick. Sie hat mir einmal während der Sportstunde meine Sachen weggenommen und stattdessen ein Elfenkostüm dagelassen. Oh, das ist ja furchtbar. Das Schlimmste war, dass es mir zu groß war. Das ist gar nichts. In der 9. mischten mir die Mädchen Haarwuchsmittel in meine Handlotion. Nach 6 Monaten hatte ich alle möglichen Spitznamen. Am meisten getroffen hat mich Gorillafinger Fowler. Wow, du armes Ding. Wie war es bei dir? Oh, ich weiß gar nicht. Bei uns war es da eher nett. Wir hatten keine Mobber. Ach komm, es gab bei euch keine fiesen Spitznamen. Auf keinem wurde rumgehackt oder Kaugummi auf die behaarten Finger geklebt, den man nur mit Butter lösen konnte. Nein, wir waren nicht so. Wir haben zwar kleine Streiche gespielt, aber es war nie was Gemeines. Zum Beispiel den mit Kathy Geiger. Wir haben die Streberin gefesselt, ihr die Augen verbunden und sie über Nacht in einem Maisfeld gelassen. Gott, das ist ja schrecklich. Nein, es war lustig. Wir haben so gelacht. Hat Kathy Geiger auch gelacht? Vermutlich ja. Schwer zu sagen. Sie hatte doch einen Maiskolben im Mund. Wer hätte das gedacht? Fusselfinger Fowler ist die beste Freundin einer Mobberin. Was? Nein, ich war keine Mobberin. Hört sich aber ganz danach an. Und eine Verbrecherin vielleicht auch. Psst, sonst landest du in einem Maisfeld. Ist das der da drüben? Nein. Was ist mit dem da? Der könnte dich hassen. Das ja wirklich allein machen. Hey, wir wollen dir nur beistehen, mein Alter. Nein, das wollt ihr nicht. Ihr wollt sehen, wie mir die Unterhose über den Kopf gezogen wird. Du hast eine Unterhose an, du Idiot. Weißt du denn schon, was du ihm sagen willst? Aber ja,
Ich verlange von ihm, sich für alles zu entschuldigen, was er mir in meiner Schulzeit angetan hat. Ja, ganz schöne Liste. Ich kann deine Schrift nicht entziffern. Was ist das für ein Wort? Skrotum. Und das dahinter? Getackert. Lennart! Oh, irre Mann. Oh, ich freue mich echt, dich zu sehen. Ah. Ja, ich mich auch. Jimmy, das sind Sheldon, Raj und Howard. Leute, hey, kriege ich ein Bier? Wow, sieh mal einer an. Der kleine Lennart Hofstetter. Wie ich höre, bist du ein großer Wissenschaftler. Und schon der erste Tiefschlag. Autsch. Ich komme ganz gut klar, danke. Ganz gut. Ich habe im Internet gelesen, dass du Physiker an einer Uni bist und irgendeine Medaille gewonnen hast. Die Newcomb-Medaille. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch für die Newcomb-Medaille? Oh, bitte. Das ist das wissenschaftliche Äquivalent eines Sternchens auf einer Hausaufgabe. Ich finde, das ist was Besonderes. Du meine Güte, wollen wir nur dastehen und tatenlos zusehen, wie er Lennart auseinandernimmt? Hey, ich habe auch die Newcomb-Medaille. Warum sag ich's ja? Ihr hättet den Jungen damals sehen sollen. Er war so klein, dass er in fast alles reingepasst hat. Schließfächer, Mülleimer. Oh Mann, du hattest sogar Platz in einem Rucksack. Das hat nicht allein an mir gelegen. Du hast dabei geholfen. Ja, wir waren praktisch ein Komikerteam. Wie der schwarze Tod in Europa. Jimmy, ich wüsste gern, wieso du Kontakt zu mir wolltest. Oh, na klar. Also, ich habe eine super Geschäftsidee und brauche einen Schrauber, der sie ans Ziel bringt. Eigentlich ist Howard der Schrauber hier. Lennart ist nur ein Discount-Laser-Jockey. Was für eine Idee. Das wird aber unter uns bleiben, ja? Klar. Okay. Was hältst du von einer Brille, die aus jedem beliebigen Film ein 3D-Erlebnis macht? Das klingt fabelhaft. Damit sehe ich mir als erstes Ice Age an. Wie würde die Brille eigentlich funktionieren? Woher soll ich das wissen? Dafür brauche ich doch den Nerd. Ich fürchte aber, dass das nicht möglich ist. Ach komm schon, du kriegst das raus. Du bist der schlauste Kerl, den ich kenne. Der schlauste? Also, es reicht. Ich weiß zwar, ich habe meine Schwierigkeiten mit Sarkasmus, aber sogar ich erkenne diese Frechheit. Lennart, du kannst nicht ewig in Furcht vor diesem Mann leben. Sheldon, ich schaff das allein. Offensichtlich doch nicht. Ja, was mein rückgratloser Freund sich nicht traut, dir zu sagen, ist, dass du ein schrecklicher Mensch bist, der seinen Vorteil zieht aus Lennarts winziger Größe, seiner ungelenken Art und seinem angeborenen Mangel an Männlichkeit. Sheldon, Lennart, ich liebe dich platonisch, Mann, aber mach dir nichts vor, du bist verkorkst. Ich verstehe gar nichts. Also, was er versucht hat, dir zu sagen, ist, dass du mich auf der Highschool vielleicht ein bisschen gepiesackt hast. Nur ein bisschen? Aber der Mann hat dir Schokoladenküsse auf die Brustwarzen geklebt. Das ist witzig, denn solche Küsse will man nicht auf den Brustwarzen haben. Was ist das? Das ist eine Liste deiner scheußlichen Untaten an Lennart. Eine von denen ist sicher die Ursache für sein Bettnässen bis ins späte Teenageralter. 14 ist nicht spät. Ach, vergiss es. Was heißt das Wort? Schwuchtel. Du hast mich ganze 3 Jahre lang Schwuchtel genannt. Du musst an deiner Handschrift arbeiten. Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich dachte immer, wir hätten Spaß gehabt. Tja, es war kein Spaß für mich. Du bist viel zu nett, Lennart. Du hast ihn zerbrochen. Kommt, wir gehen. Du warst ziemlich krass, Alter. Ich helfe den Schwachen. Darin bin ich eben genauso wie Batman. Eins will ich noch klarstellen. Jimmy war nicht der Grund für mein Bettnässen. Das hatte eindeutig mit meiner Mutter zu tun. Jedenfalls tut's mir leid, dass ich dich in der Schule wegen deiner Stotterei gehänselt habe. Das machst du echt gut. Aha. Aha. Oh, sprich den Satz doch endlich zu Ende. Okay, also es tut mir leid, dass du das so siehst. Ciao. Ach, keine will meine Entschuldigung hören. Weil du es per Telefon versuchst. Wenn du ihnen in die Augen siehst, werden sie dahin schmelzen. Penny, es ist egal, was früher mal war, denn jetzt bist du ein guter Mensch. Das kannst du leicht sagen. Du wurdest gerade nicht Bitch genannt. Beschwichtige deine Schuldgefühle doch mit Altruismus. Worüber bist du gestolpert? Beschwichtigen oder Altruismus?
beides. Du wirst dich besser fühlen, wenn du jemandem etwas Gutes tust. Oh, das habe ich verstanden. War mir auch klar. Alle 2 Wochen helfe ich in einer Suppenküche in der Innenstadt. Ach, das kann ich nicht. Wenn ich an einem dampfenden Topf stehe, machen meine Haare Boi. Ach, was könnte ich noch tun? Was ist mit der humanitären Gesellschaft, die Häuser für die Armen baut? Hey, warte mal, ich habe kein eigenes Haus und soll eins für andere bauen? Und wenn du etwas von deiner Kleidung spendest? Oh mein Gott, das ist perfekt! Ich habe so viele Sachen, die ich nicht anziehe und die nur Platz wegnehmen. Und wenn ich mir was Neues kaufe, weiß ich nicht, wohin damit. Das ist die ideale Lösung. Und was ist mit der Hilfe für Menschen? Und ich helfe Menschen damit. Hier ist dein Kakao. Oh, halb und halb statt Vollmilch? Ja. Hast du die Milch genau auf 80 Grad erhitzt? Ja. 7 kleine Marshmallows, nicht mehr, nicht weniger. Ein als Glücksbringer. Ich gehe schon. Einen als Glücksbringer. Das ist wohl die Mathematik aus Princeton. Hey, was willst du denn hier? Ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich deine Eier gezackert habe. Dich nackt in die Mädchenumkleide geworfen habe und dir den Papagei in die Hose gestopft habe. Wie heißt das Wort? Abführmittel. Oh. Ja, richtig. Die Winterparty. Das war nicht cool, Mann. Echt nicht. Und es tut mir ganz schrecklich leid. Ehrlich? Ja, ich hoffe, du kannst mir vergeben. Ja, klar kann ich. Du bist ein super Junge. Oh, ja, danke, Jimmy. Okay, ich muss dann los. Warte, kannst du denn noch fahren? Ja, ich fahre besser, wenn ich voll bin, denn es zwingt dich aufzupassen. Nein, vergiss es. Komm rein, ich mach dir einen Kaffee. Ist das nicht zu aufdringlich? Nein, doch. Sheldon, wir können ihn nicht fahren lassen. Dann hol dir seinen Schlüssel und lass ihn mit den anderen Betrunkenen durch die Stadt irren. Du kennst ja bereits Sheldon und Raj und Howard. Eigentlich nicht. Nee. Komisch, was ist denn jetzt? Damals in der Schule war ich der Gewinner und du der Loser. Und jetzt ist es umgekehrt. Du bist der Gewinner. Sollten Gewinner nicht einen guten Kakao machen können? Darf ich dein Klo benutzen? Ja, es ist da hinten. Was sagt man dazu? Nach so vielen Jahren kommt dein böser Highschool-Mobber her und entschuldigt sich bei dir aufrichtig. Ja, das lässt einen grundsätzlich wieder an das Gute im Menschen glauben. Wisst ihr, was schön wäre? Was denn? Als eine symbolische Geste an all die Mobber, die uns jahrelang tyrannisiert haben, bieten wir Jimmy ein Nachtlager und sobald er schläft, erdrosseln wir ihn. Ich sagte, es wäre schön, nicht, dass wir es tun sollten. Ach, ich komme mir so vor wie Mutter Teresa. Bis auf das mit der Jungfräulichkeit, der Zug ist schon lange abgefahren. Ich glaube, Mutter Teresa hätte die Sachen vorher gewaschen. Ja, aber bestimmt war ihre Waschküche nicht 5 Etagen tiefer. Ist ihr Geben ist tatsächlich besser als Nehmen. Ja, ich habe das früher für ein blödes Klischee gehalten, aber ich weiß jetzt... Seht euch nur diese süße Jeans an, die jemand weggeworfen hat. Gespendet hat. Ja, einer armen Serviererin, die auf Bootcuts steht. Penny. Ach komm, die würde bei mir so schnuckelig aussehen. Und die passt super zu diesem Sweatshirt. Das ist nicht im Sinne von Mutter Teresa. Oh, das ist wirklich super toll. Leonard? Ja? Falls die Frage nochmal aufkommt, was hier gerade geschieht, ist eine Zumutung. Was hätte ich denn machen sollen? Er muss irgendwo seinen Rausch ausschlafen. Du bist zu weich. Diese Welt wird dich zerkauen und wieder ausspucken. Dann habe ich Tacos gegessen. Morgen, Jimmy. Oh, da sind sie ja, Tacos. Mann, habe ich schwer getankt. Ja, allerdings. Also, ich wollte noch sagen, es war toll, dich wiederzusehen und danke für die Entschuldigung. Welche Entschuldigung? Für den ganzen Mist, den du mir an der Highschool angetan hast.
Junge, reitest du noch immer darauf rum? Was für ein Weichei. Das ist mein French Toast. Ist gut. Du kannst wirklich ganz gut kochen, Schwuchtel. Ich sag jetzt nicht, ich hab's ja gesagt, aber wir hätten ihn erdrosseln können. Ich glaube, ich bring ihn jetzt um. Der Dark Knight steht hinter dir. Er hat Angst, steht aber hinter dir. Hey Jimmy, es wird Zeit, dass du gehst. Na, ich esse nur schnell auf. Nein, du bist fertig. Du verlässt meine Wohnung auf der Stelle. Sehr tapfer gesprochen, Robin. Und wenn nicht? Nicht antworten, das ist eine Fangfrage. Ich spreche aus Erfahrung. Ich hab vor dir keine Angst mehr, Jimmy. Und jetzt raus! Oh. Du hast es geschafft, Lennart. Du hast ihm die Stirn geboten. Und ich bin ganz zufrieden mit mir. Glaubst du, wir können ihm davonlaufen? Ich laufe nicht vor ihm davon. Ich laufe nur vor dir her. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Dann setz dich ins Auto und lass den Motor laufen. Du hattest recht. Eine ganz neue Ladung. Komm schon, Yoga-Top. Mama braucht ein neues Yoga-Top. Sieh mal, Bernadette, Wildlederstiefel. Deine Größe. Oh, die sind ja süß. Oh, wieso müssen die so süß sein? Warte, halt, warte. Mädels, Sekunde. Was ist denn, die Cops? Ach, was ist mit uns? Was tun wir hier? Ich folge dir frohen Herzens in ein Verbrecherleben und freue mich auf die Zeit, in der wir uns eine Zelle teilen. Wie ist es mit dir, Bernadette? Nein, das ist falsch. Wir müssen das zurücklegen. Hier. Das ist okay. Ich teile sofort die Arme aus. Eine vollkommen leere Box. Ihr dürft das gerne überprüfen. Mhm. Yep, ich sehe nichts in dieser Box, außer einer verlorenen Kindheit. Du hast es nötig mit deinen Cellostunden. Und wir sehen hier in ihrem Inneren diesen ganz gewöhnlichen Zylinder, wenn ihr ihn auch überprüfen wollt. Ganz gewöhnlich. Und doch ertaste ich sein magisches Potenzial. Ach, auch das noch. Da geht man für einen kleinen Moment hinaus, entleert seinen Darm und informiert sich über die neuesten Abenteuer des Dark Knight. Nur um bei seiner Rückkehr festzustellen, dass sich die eigene Wohnung in ein Varieté verwandelt hat. Sheldon erprobt nur für die Geburtstagsfeier seines Cousins. Wie ich schon sagte. Leere Box, gewöhnlicher Zylinder und... Na, voila! Glaub mir, Alter, im Hogwarts-Express wartet ein Platz mit deinem Namen drauf. So unterhältst du deinen kleinen Cousin und seine Freunde, indem du sie belügst? Aber inwiefern lüge ich denn? Eine Zaubershow ist von Grund auf ein betrügerisches Unterfangen. Dieser Zylinder hat keinen doppelten Boden. Oder sie haben sich diese Karte allein ausgesucht. Ich verstecke wirklich keinen Satz Dietrich hier in meinem Schritt. Erfreu dich doch an der Illusion. Wieso musst du hinter die Kulissen sehen? Oder zwischen seine Beine? Wenn wir die Fähigkeit der Kinder zum kritischen Denken vergiften, indem wir ihnen vorspielen, dass Kaninchen aus Hüten kommen, dann ziehen wir Erwachsene heran mit dem Glauben an Astrologie, Homöopathie oder daran, dass Ryan Reynolds eine bessere Wahl für Green Lantern war als der Sprecher der Zeichentrickserie Nathan Fillion. Sheldon, er führt nur ein paar Zaubertricks vor Kindern vor. Das endet sicher nicht damit, dass sie anschließend den Green Lantern-Film mögen. Du musst ihn nicht gleich attackieren. Du wirst auch etwas angesäuert, wenn du ein Geldstück hinterm Ohr hast. Geldstücke, die in Körperteilen stecken, sind kein Grund zur Belustigung. Als ich 5 war, hat Billy Sparks einen mexikanischen Peso in meine Nase gesteckt. Und wieso ist das nicht belustigend? Er steckt da noch drin. Ich brauche immer ewig, um durch die Sicherheitskontrollen zu kommen. Seht, ich habe Sheldon verschwinden lassen. Tada!
fang nächstes Mal mit der Nummer an. Wer hat denn da ein Date? Pasadenas Lieblingspower-Pärchen, Jamie. Und das ist die Antwort auf die Frage, wieso wir nicht in der Cheesecake Factory essen sollten. Feiert ihr heute irgendetwas Besonderes? Oh ja. Unsere Beziehungsrahmenvereinbarung sieht vor, dass wir am zweiten Donnerstag jeden Monats oder am dritten, falls der Monat fünf Donnerstage hat, ausgehen. Ist ja geil. Also dann, wenn es keinen Einwand gibt, gilt das Protokoll des vorherigen Dates als gelesen und akzeptiert. Neues zu besprechen? Wie war dein Tag? Superb. Heute Mittag gelang mir ein Palindrom mit meinen Buchstabennudeln. Und zwar, eine Horde bedrohe nie. Dann hat dein Tag ja gut angefangen. Ich habe auch Erfreuliches zu berichten. Mit meiner Studie darüber, wie kooperative Langzeitpotenzierung zur Abbildung von Gedächtnissequenzen auf Dendritenästen führt, komme ich aufs Cover von Neuron. Oh, apropos Erfreuliches. Ein gewisser jemand hier hat jetzt 100 Twitter-Follower. Das ist schön. Jedenfalls habe ich schon lange von diesem Tag geträumt. Ich auch. Eine dreistellige Zahl. Ich muss sagen, das fühlt sich gut an. Sheldon, ich bin alleinige Autorin einer Abhandlung in einer namhaften Zeitschrift, die mein Fachgebiet beeinflussen wird. Mhm. Oh, 101! Die Luft wird langsam dünn hier oben. Und, habt ihr schon gewählt? Gib mir eine Minute. Ich gehe mal Hände waschen. Ist ja eigenartig. Die haben wir uns bereits vor dem Hinsetzen gewaschen. Vermutlich ein Euphemismus für urinieren. Sheldon, was ist los mit dir? Nichts Besonderes. Allerdings könnte man mir durchaus eine Vernarrtheit in Koala-Bären vorwerfen. Ich weiß nicht, woran es liegt, doch wenn die Bärchen an Eukalyptus knabbern, schmelze ich dahin. Also, Amy hat dir gerade was Tolles erzählt und du tust so, als sei es nichts Besonderes. Oh, ich verstehe, was dich verwirrt. Gut, ihre Nachricht hört sich wichtig an, aber dabei vergisst du, dass es eine Leistung auf dem Gebiet der Biologie ist. Und dabei geht es immer nur um eklige Sachen. Hey, du hast sie verletzt, du bist ihr Freund und du solltest versuchen, dich dafür zu begeistern, wofür sie sich begeistert. Und wenn es mich einfach nicht begeistert? Na, dann lächle einfach und denk an Koalas. Das durchschaut sie doch sofort. Wir gehen andauernd in den Zoo. Amy kennt mein Koala-Gesicht. Und damit du es weißt, es ist das. Oh, du hast ja viele Zaubersachen. Ja, ich habe damit als Teenager angefangen. Ich dachte, ich könnte einem Mädchen ein paar Tricks vorführen, sie dann in mein Zimmer einladen und ihr den Rest der Nummer zeigen. Hat es funktioniert? Ich sag's mal so, der einzige Zauberstab, der je zum Einsatz kam, war der hier. Oh, sieh dir mal an, was meine Mom für unseren Auftritt genäht hat. Oh, das ist ja ein schicker Stoff. Wo hat sie den her? Sie hat einen ihrer alten Badeanzüge zerschnitten. Daraus hat sie die zwei Westen und sechs Servietten gemacht. Hat sie die Weste schon anprobiert? Ich hab sie ihr gerade erst gegeben! Ich hoffe, sie passt. Sie hat eine schwierige Figur. Klein, mit viel Holz vor der Hütte, wie ich. Nicht so viel wie du, Ma. Sie stolpert nie über ihre. Weißt du, Howie, ich bin vielleicht doch nicht so gut als Zauberassistentin geeignet. Du schaffst das schon. Gibst du mir mal die Ringe? Siehst du, du kannst das. Nein, es liegt daran, dass ich nicht so besonders mit Kindern klarkomme. Aber doch nur, weil du nicht so viel mit ihnen zu tun hast. Das ist eine gute Übung. Du möchtest doch auch irgendwann mal Mutter werden, oder? Ja, schon. Oh, diesen Trick hier habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Er heißt die Taubenpfanne. Ja, du zeigst zuerst allen, dass die Pfanne leer ist, aber ein Geheimfach befindet sich im Deckel. Und wenn du ihn abnimmst, präsentierst du eine lebende... Schau nicht herein. Oh, du spielst Red Dead Redemption, hä? Huh? Ja. Warum bist du nicht auf einer Mission? Du läufst ja nur umher. Ich hatte einen harten Abend und gehe spazieren, um den Kopf freizukriegen.
Manche Menschen gehen dafür nach draußen. Nach 21 Uhr? Zu dieser Zeit wimmelt es auf Pasadenas Straßen von betrunkenen Seeleuten und Straßendirnen. Willst du darüber reden? Nein, ich gehe einfach in den Saloon und ertränke meinen Kummer dort. Du weißt schon, dass digitaler Alkohol nicht die Lösung ist. Was ist denn los? So schwer es auch zu glauben sein mag, ist es möglich, dass ich eventuell nicht beziehungstauglich bin. Ein Glück, dass ich schon sitze. Hast du dich mit Amy gestritten? Amy hat sich gestritten. Ich war absolut vernünftig. Ich nehme einen Whisky. Willst du auch was? Nein, ich darf nicht. Ich spiele nachher noch Grand Theft Auto. Also, ich bin zwar kein Experte, was Frauen angeht, aber... Du sagst es. Das ist nicht nett, wenn jemand versucht, dir zu helfen. Entschuldige, das war der Alkohol. Red weiter. Manchmal sollte man sich bei Frauen anhören, was sie bedrückt und ihnen somit zeigen, dass man sich entwickeln und ändern kann. So ein Unfug. Sonst noch was? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Kauf hier irgendwas. Wie soll das helfen? Naja, du ersparst dir den Versuch, eure emotionale Beziehung zu reparieren und gewinnst ihre Zuneigung mit einer nichtssagenden finanziellen Geste zurück. Also diese Methode entspricht ganz Sheldon Coopers Stil. Schön, dass ich helfen konnte. Das war hilfreich. Und falls du je wieder eine Frau findest, revanchiere ich mich mal. Jetzt sind die Ringe durch den Zauber miteinander fest verbunden. Meine Verlobte hat auch einen Zauberring. Er lässt mein ganzes Geld verschwinden. Oh, ja klar. Und jetzt der große Houdini und seine nächste magische Illusion. Wann kriegen wir endlich Kuchen? Nachdem ihr alle verzaubert worden seid. Aber wir wollen den Kuchen jetzt haben. Na, ihr kriegt den Kuchen aber jetzt noch nicht. Kapisch? Okay. Okay. So, meine reizende Assistentin bringt mir jetzt einen ganz gewöhnlichen Krug voll Milch. Ich weiß, wie der Trick geht. Weißt du auch, wie man die Klappe hält? Okay. So, wir rollen jetzt zunächst mal diese Zeitung zusammen. Der Krug ist nicht echt. Hast du Wachs in den Ohren? Der Mann hat gesagt, es ist ein gewöhnlicher Krug. Houdini? Okay, und jetzt stecke ich die Zeitung hier rein und dann nehme ich den Krug und gieße die Milch hinein. Ich hoffe, es klappt, denn ich habe keine andere Hose dabei. Hier, ich hab's gegoogelt. Der Krug ist manipuliert. Es reicht. Du kriegst keinen Kuchen. Will noch einer von euch in den Kein-Kuchen-Club? Das war nur ein Witz, liebe Kinder. Jeder kriegt Kuchen. Er nicht. Jetzt gib mir bitte den Krug. Passt auf. Der falsche Krug. Dass ich nicht gut mit Kindern kann, hatte ich gesagt. Ja, das hast du. Oh, ich fürchte, in meinem Schritt entsteht Quark. Es liegt daran, dass meine Mutter ganztags gearbeitet hat und ich mich um meine Geschwister kümmern musste. Ja, und? Ach, es war furchtbar. Mit ihren laufenden Nasen, den vollgekackten Windeln, ihren schrillen Stimmen und das Gejammer andauernd. Ich will nicht angezogen werden. Joey spuckt mir immer in den Mund. Die Waffeln macht Mama aber ganz anders. Na schön, dann leg deine Hand hier rein und wir sehen mal, wie diese Waffel dann wird. Schon gut, beruhig dich. Rote Ampel, rote Ampel, rote Ampel. Okay, nichts passiert.
Bitte entschuldige. Ich weiß, es hört sich an, als wäre ich ein böser Mensch, aber ich kann Kinder nicht leiden. Ja, das haben wir alle jetzt verstanden. Und meinst du nicht, dass die Sache ganz anders aussieht, wenn das Kind unser eigenes ist? Doch. Wenn es unser Kind ist, das mir die Figur ruiniert, mich nachts wach hält und ich keine Karriere und Zukunft und nichts mehr habe, worauf ich mich die nächsten 20 Jahre freuen kann, dann hast du recht. Dann ist das ganz was anderes. Oh, ja. Ich denke nicht, dass irgendetwas in diesem Juweliergeschäft ist, das Amy besser gefallen würde als der Luftbefeuchter, den wir uns eben angesehen haben. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, wie ich mich für dich anhöre, wenn ich dummes Zeug rede. Oh, eine Taschenuhr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Amy eine Taschenuhr will. Nein, aber vielleicht will sie einen Mann mit einer Taschenuhr. Und er redet immer noch dumm daher. Mag sie Armbänder? Naja, sie ist ganz vernarrt in ihr Silbernes, auf dem steht allergisch gegen Penicillin. Vielleicht finden wir hier eine elegantere Version. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Suchen Sie etwas Besonderes? Vielleicht einen Ring für Ihre Freundin? Glauben Sie mir, wir sind kein Paar. Entschuldige mal. Ich verstehe dein verächtliches Schnauben nicht und wieso du das so hervorhebst. Du könntest froh sein, jemanden wie mich zu finden. Okay, red weiter. Glauben Sie mir, wir sind kein Paar. Bitte verzeihen Sie, womit kann ich Ihnen dienen? Er hat Zoff mit seiner Freundin und will ein Geschenk für sie kaufen. Verstehe. Zoff mit Freundin finanziert das Studium meiner Tochter an der Universität. Echte Diamanten? Ja. Kanalgefasste Baguettesteine 0,2 Karat. Bemerkenswert. Diamanten, kristallisierter Kohlenstoff. Jeden Tag stürmen Leute in Supermärkte und kommen mit Säcken voll Kohlenstoff heraus in Form von Holzkohlenbriketts, die sie dann auf ihren Grill werfen und anzünden. Und bloß weil sie ein bisschen Kohlenstoff in säuberlich gestapelten Atomen haben, wollen sie von mir Tausende von Dollar dafür? Das kostet nur 750, alles Sonderangebote. Wirklich? Sprechen wir mal über die Taschenuhr. Es ist mir offen gesagt auch völlig unbegreiflich. Ich dachte immer, ich würde mal Vater werden. Habe ich auch gedacht. Du bist fürsorglich. Ich stelle mir oft vor, wie du aus einem Jungen einen Mann machst. Da hörst du's, Howard Ratsch wird deine Kinder zur Welt bringen. Problem gelöst. Hey, nur weil ein Mann Mitgefühl für einen anderen zeigt, heißt das nicht, dass er eine Liebe auslebt, die man nicht ausspricht. Will sie definitiv keine Kinder? Ja, sie kann sie nicht leiden. Und soweit ich gesehen habe, beruht das auf Gegenseitigkeit. Was willst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich kann mir ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen. Ich meine, man hat doch Kinder. Immerhin hat doch Donkey Kong seinen Donkey Kong Junior. Ja, und er kann ihm beibringen, wie man Prinzessinnen entführt und italienische Klempner mit Fässern bewirft. Also, es gibt keine Garantie, falls man Kinder hat, dass man sie dann auch mag. Wow, das ist ja krass. Wo hast du das her? Vom Klappentext des letzten Buches meiner Mutter. Vielleicht passen Bernadette und ich einfach nicht zueinander. Also, Howard, ich würde ja sagen, es gibt noch andere, aber ich habe jahrelang mit angesehen, wie du auf der Suche warst. Gib sie bitte nicht auf. Will ich auch nicht, aber das ist schon ein Trennungsgrund. Was sagt deine Mom, wenn die Hochzeit ausfällt? Das bringt sie um. Allerdings, wenn sie keine Enkelkinder kriegt, bringt sie das auch um. Also an der Momfront gewinne ich. Wann hast du Amy gesagt, sie soll hier sein? 8 Uhr. Sheldon, mit Taschenuhr siehst du lächerlich aus. Unsinn. Ich sehe wie ein Zugschaffner aus. Unter welchem Vorwand hast du sie hergelockt? Ich habe gesagt, hey, komm doch her und wir hängen ab. Gut, gut. Etwas Intelligentes hätte sie misstrauisch gemacht. Hey! Hi! Was hat er hier zu suchen? Okay, naja, er will mit dir reden. Also ich aber nicht mit ihm. Und ich bin jetzt auch von dir enttäuscht. Aber das wird nicht von Dauer sein. Sheldon, du bist dran. Danke. Amy, ich möchte mich bei dir entschuldigen.
Deine wissenschaftliche Leistung ist beeindruckend und ich bin stolz auf dich. Ich weiß, dass das dein Koala-Gesicht ist. Ich hab's dir gesagt. Sieh nur, er hat dir was gekauft. Etwas Schmuck? Echt jetzt? Sheldon, du bist der oberflächlichste, egoistischste Mensch, den ich kenne. Denkst du wirklich eine so durchsichtige Manipula? Oh, es ist ein Diadem! Ein Diadem! Ich hab ein Diadem! Setz es mir auf, setz es mir auf, setz es mir auf, setz es mir auf, setz es mir auf! Du siehst wunderschön aus. Natürlich, ich bin eine Prinzessin und das ist mein Diadem! Du hattest recht, dein Diadem ist zu viel. Howard, Bernadette ist... Oh, sie ist an mir vorbeigehuscht. Hier hast du die Weste wieder. Du kannst sie behalten. Vielleicht ziehst du sie ja irgendwann mal wieder an. Wo denn? Ich weiß nicht, auf der Jagd. Vergiss nicht, mit ihr über diesen Unsinn zu reden, dass ich keine Enkel kriegen soll. Keine Sorge, Ma, das mache ich, sobald ich weiß, wie ich dieses sensible Thema ansprechen kann. Dann hast du es deiner Mom gesagt. Ja, ich war verstört. Man kann sich gut an ihrer Schulter ausweinen, wenn es nicht stört, dass die Ausdünstung ihrer Hautsalbe in den Augen brennt. Also ich verstehe, dass es dir wichtig ist, Kinder zu haben. Und ich weiß auch, wie wir beide das regeln können. Wirklich? Das ist toll. Wie denn? Naja, da mein Einkommen ohnehin schon sehr viel höher ist als deins, gehe ich weiter arbeiten und du bleibst bei den Kindern. Ich? Ja, du guckst mit ihnen die Sesamstraße, ziehst ihnen Cornflakes aus der Nase, wechselst die Windeln. Und ich arbeite, führe Gespräche mit Leuten in meinem Alter und genieße mein Leben. Ja? Yay, alles wieder gut? Ja, alles wieder gut. Also, ich weiß nicht, ob das als Streit zählt, aber wie wär's mit Versöhnungssex? Das würde mich freuen. Aber was steckt da bloß hinter deinem Ohr? Oh, sieh nur, ein Kondom.